Das sind aber auch zwei von diesen Egi. Was konnten die? Die konnten lustige Wasserstrahlen, okay. Und die können noch mehr Wassertropfen, verstehe. Aber ich glaube, damit können wir arbeiten. Oh, da kriegt aber jemand massiv ins Maul. What? Was ist da denn los? Alter, der hat ja mehr gefressen als alle Mobs der letzten Male zusammen. Holy shit, da können wir vielleicht sogar ein bisschen mutig sein. Ja, wollte ich sagen. Und Odin aufladen. So loben wir uns das. Ja, vielleicht ist es auch nur der eine, der so frisst, ne? Vielleicht haben die noch irgendeine Drecksmechanik, dass sie sich gleich gegenheilen oder gleichzeitig sterben müssen oder so ein Bums. Wäre ja auch nichts, was uns völlig unbekannt wäre. Aber erstmal, selbst der andere macht gar nichts, einfach tot. Okay, ja, also von mir aus, wenn es so weitergeht, dann will ich mal nichts sagen. Seppen wir auch hier schön durch, easy. Bisschen runterziehen, jawohl. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt, aber das sind auch nur die ersten, die er uns hier entgegenwirft, ne? Das kann auch ganz schnell wirklich schlimmer aussehen. Und wir werden bestimmt demnächst einmal sterben müssen, damit ich ja auch die Tränke wieder bekomme, weil das fühlt sich natürlich gar nicht gut an, jetzt dem Endboss entgegenzurennen und genau einen Supertrank dabei zu haben. Ich fürchte, einen Händler kriegen wir nicht nochmal serviert. Na gut. Immer das Beste draus machen ist das Motto. Leviathan wurde erweckt. Ja, wir haben diese in der Zeit eingefrorene Stadt befreit. Und dort war dieses Siegel. Und dann wir machen so, Siegel machen so, ne? Und da ist der Supertrank. Hey! Und jetzt sind wir hier mit ganz vielen Ads. Okay. Ein paar Quappen. Da hauen wir erstmal einen Phönixflug rein. Ich glaube, die Quappen hatten wir beim ersten Erwachen tatsächlich auch, ne? Aber die können doch genauso wenig wie da. Das ist sehr, sehr gut. Dann können wir hier gleich einmal reinbrechen. Jawohl, aber wieso kriegen die jetzt so viel Schaden? Kommt mir das vielleicht nur so seltsam vor, weil wir beim letzten Mal ja ganz viele Tomberries und irgendwelche Kätzchen in dieser Ruine hatten und die dann einfach so viel ausgehalten haben, dass die normalen Mobs mir zu merkwürdig vorkommen? Oder habe ich im Ladebildschirm Sheet aktiviert? Ich glaube nein. Na gut. Weiter gen Leviathan. Und ich habe mich im letzten DLC ja schon so ein bisschen aufgeregt. Also, aufgeregt. Ist ja gut. Ich habe dich beim ersten Mal gehört. Dass ich nicht mit Ifrit eskalieren durfte, aber ich glaube, hier müssen wir, ne? Yo, Wasser. Und wir haben eine Menge Feuer. Also, ich habe bei Pokémon aufgepasst. Könnte sein, dass das in die Hose geht. Und auch hier keine weiteren Gegner? No way, dass das seine Defense war. Ich glaube, Nereo hat recht. Die waren nur so wack, um mich zu baiten. Ich will dir nicht wehtun, Valeas! Ich glaube, der hört uns nicht. Oh. Mist. Das war verdammt knapp. Das sind ein bisschen größere Wasserkugeln als von den Ads gerade, hä? Jo. Aber ich kann nicht dodgen. Es reicht! Aber vielleicht sind das Warnschüsse? Kann er das Vieh zurückhalten? Ich meine, es ist ein Baby, ne? Ich glaube, so weit kann der gar nicht denken. Egal, wie sehr wir hier schreien. Oh. Ich ahne Schlimmes bei der Bossmechanik gleich. Los, zeig dich! Keine Spierchen mehr! Ich glaube, da sollte ich dodgen, ha? Heiliger, das ist eine Menge Wasser. Was man da für Badewannen mitfüllen könnte. Aus Angst so um sich schlagend, ja, weil er gar nicht weiß, was los ist, ne? Halte ich auch für realistischer. Aber sicherlich übernimmt Leviathan gleich einfach die Kontrolle und weiß dann ein bisschen mehr, was er tut. Oh, Junge. Und den boxe ich. Jetzt passt die Größe der Welle auch. Das wollte ich nicht, Valeas! Ich hoffe, du kannst mir vergeben. Oh ja. Junge. Ansage. Damn, Son, der ist immer noch ziemlich riesig.
Wir kicken das Wasser. Laser. Ins Schild. Oh, die Mucke. Sieht jetzt nicht so gut aus. Oh Gott, fighten wir im Strudel? Oh, ja. Machen wir. Bam. Ach du Scheiße. Das ist ja wie mit dem Phönix am Anfang. Ja, mach mal nicht. Okay, bisschen auf Range. Er macht fette Schwanzschläge. Lull. Erstmal gucken, was er kann jetzt hier. Wir setzen mal ein bisschen weiter drauf. Und immer wenn es geleuchtet hat, dann sollten wir aufpassen. Oh, diesmal war es sogar ohne Leuchten. Dann können wir auch so rein. Zack. Was haben wir denn noch hier? Fette Explosion. Und wir hatten auch einen Laser, nicht wahr? Ja, schön ins Maul rein. Ah, damit muss ich richtig zielen. Okay, der ist nicht target-locked oder so. Aber mit dem können wir natürlich arbeiten. Danach können wir ein bisschen ran da. Aber wirklich nur ein bisschen. Okay, erstmal klarkommen hier auf diese Perspektiven. Oh, da kommt er angerusht. Ripstrom. Da sollten wir deutlich schneller raus. I see. Junge, diese Kampfarena, die schafft mich komplett. Da kommt er jetzt rausgedasht. Spiralsturz. Ja, schön ausgewichen. Bro. Halbes Pokémon Snap, wo Stalos aus der Ecke geschossen kam. Da kommt wieder der leuchtende Schweif. Ja, dicker Dodge. Schön ins Maul jetzt rein hier. Sehr gut. Boom, gleich die Schildexplosion. Ich glaube, es muss sie ein bisschen aufladen, ne? Dann war das besonders effektiv, bilde ich mir ein. Aufpassen. Gleich macht er wieder was Ekliges. Aber noch sind wir dran. Ja, der Kampf wird ein bisschen länger dauern, glaube ich. Und ich muss mir keine Sorgen um meine Heiltränke machen. Das ist doch auch nett. Oh, was ist das jetzt? Oh, das sind die kleinen Geschosse. Big Dodges. Sehr gut, das war stark. Da kommt er ran. Ist ja cool gemacht mit diesem Wasser drumherum, aber Wasserfall klingt gar nicht cool. Oh Gott. Jo, die kommen jetzt alle. Okay. Jo, 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 Sturzbach, sein Onkel. Merke, nicht in die Geschosse ausweichen. Holla, holla, holla. Da ist er jetzt genau dran hier. Boom. Da können wir doch bestimmt nochmal sagen, kleinen Laser rein, oder? Bevor er jetzt die nächste eklige Aktion bringt. Schön reinbrutzeln da, auf Ehre. Bisschen heilen dazu. Ja, das war gut. Das hat ihm wehgetan. Und dann vielleicht gleich mal hier das Schild wieder. Yo, das war eine deutlich schickere Explosion. Haben wir ja sogar im Intro-Cinematic gesehen. Wenn Clive das im Cinematic macht, dann können wir das auch. Oh, was ist das denn? Fauchende Wow, oh Gott. Junge. Okay, davon würde ich ungern getroffen werden. Kriegen wir das hin? Also auch weiterhin. Ripstrom, da müssen wir schnell raus. Das war deutlich besser als vorhin. Sehr gut, big progress. Und dann haben wir doch schon ein Stück von seiner Leiste, aber ich fürchte, das ist nur Phase 1 von 80 Millionen. War way up. So kommt man nicht hinterher. Schön in die Mitte wieder. Ja, ja, ja. Aufpassen, was macht er? Das wird wieder so ein fetter Schlag nach vorne. Der war diesmal nicht so gut gedodged, aber vielleicht können wir in das Schild rein. Boom, das war gut. Jawohl, schön dranbleiben. Vielleicht den Laser hinterher. Komm, wenn er so an uns dran ist. Ja, Junge, schön ins Maul rein. Boom. Oh, jetzt ist er abgehauen. Was soll das denn? Komm her und lass dich lasern. Der Kampf ist so episch, ich krieg das gar nicht erfasst nebenbei, was hier eigentlich abgeht die ganze Zeit um mich rum. Darf ich gar nicht hingucken hier, ich muss Blasen ausweichen. Wie wenn man neue Schuhe trägt hier. Nochmal Wasserfall. Ja. Ich versuche, ein bisschen sparsam zu sein mit den Heilungen, aber ich glaube, ich werde eben mindestens einmal draufgehen. Das war... dann sowieso neue Aufladungen bekommen. Wir haben ihn gebrochen. Ja, Junge, rein da. Okay, Schildexplosion. Rums. Das schmeckt ihm gar nicht, so brauche ich ihn. Leider ist der Laser jetzt nicht ready. Der würde natürlich cool kommen. Aber so, boxen wir ein bisschen rein. Ist auch okay. Leckere Schadenszahl kommt trotzdem bei rum.
Und wir können ihn brechen. Das ist sehr, sehr gut zu wissen. Und dann arbeiten wir uns ins erste Drittel rein. Schön. Der kann wirklich Hydropumpe, ja. Und jetzt? Er beißt auch gern, ne? Jetzt sind wir zur Sonne geschwommen. So ähnlich. Der zahnt nur ein bisschen, ja. Wir basteln dem so einen Beißring gleich. Was ist denn das? Das ist die Außenwelt. Die Ruhe vor dem Sturm. Oh. Stimmt, das sieht sehr schön aus hier. It's a trap. Oh, Junge. Ich werde dich nicht aufgeben! Oh, damn, son. Okay, das sieht auch sehr, sehr hübsch aus. Wann kann ich dich weglasern, mein Freund? Wann gibst du mir eine Atempause? Jetzt Laser into Laser? Mal sehen. Ja, oh, der geht gut. Der geht gut rein. Mit Gutfried geht's uns gut, Junge. Bam. Das war stabil. Können wir jetzt ganz schnell ran? Oh nein, sollten wir nicht. Oh, sollten wir sowas von nicht. Heiliger. Schön schießen nebenbei. Jedes bisschen Schaden mitnehmen hier. Und dann into Schild. Ja, oh, das war big. Und schön ein paar Hiebe jetzt versetzen. Das war gutes Timing. War natürlich absolut nicht gelackt oder so. Das ist klar. Und er... Oh, raus, 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 Junge. Letzte Sekunde sein Onkel. Ey, zieht euch die Wassereffekte rein. Das sah einfach nur Erotik fürs Auge gerade. Das ist doch schon wieder Flex, was für schöne Wassereffekte sie mittlerweile zaubern können. Damn, boy. Jo, da kommt er angeschnappt. Nicht so schlimm. Schnapp machen auch die Krokodile, Bruder. Damit kommen wir klar. Rums. Und da ist er abgetaucht. Schade, der war einmal wasted. Aber nicht so wild, wir lernen ja gerade noch. Mit seinen Movesets hier schön die kleinen Funken in die Fresse ballern. Und dann gehen wir mit langsamen Schritten auf die Hälfte seines Lebens zu. Da kommt er wieder antorpediert. Und dann vielleicht jetzt der Laser. Jo, oh, schön in die Schnauze rein wieder. Das gefällt ihm gar nicht. Also Laser carried hier auf jeden Fall richtig schön. Boom. Und vielleicht nachsetzen jetzt. Weil er ist auch zur Hälfte gebrochen, aber juckt ihn gar nicht. Okay. Er denkt sich, halb gebrochenes Bein, Bruder. Ist egal. Wasserstrahl. Okay, der tanzt ein bisschen. Aber wir haben ihn vermieden. Big. Oh, raus da der Durchbruch. Jo, das läuft aber ganz gut bisher. Ist in Ordnung. Wo ist er jetzt? Da hinten kommt er runter. Jo. Ja, Grafikkarten gründen hier wieder Gewerkschaften auf jeden Fall. Das sehe ich aber auch so. Was ist das jetzt? Nächster Beam. Vorsicht, aber vielleicht können wir jetzt kurz rein. Schnell die Explosion. Boom. Alter, die hat auf jeden Fall reingekracht. Sehr, sehr gut. Aber ich glaube, das ist noch nicht die Drecksphase. Bisher dodge ich ja ziemlich brauchbar. Also irgendwas Ultra-Räudiges muss gleich noch kommen. Auch die Kügelchen fliegen ja noch halbwegs nett. Da sind wir auch einmal mehr raus. Sauber. Und gleich ist der Laser wieder am Start. Aber auch da sollten wir aufpassen. Ich hoffe, er bohrt jetzt nochmal. Wie so ein Nachbar am Wochenende. Ja, shit. Das war wirklich der Nachbar am Wochenende. Das war einfach nur asozial. Dann jetzt schön den Laser in die Fresse. Ja, das sieht gut aus. Der geht durch. Come on. Bam. Schön mit Endexplosionen. Sehr, sehr gut. Wir gehen mal noch in der Heilung für die Sicherheit. Weil wenn er trifft, dann trifft er richtig, ne? Okay. Nächste Phase. Boah, dann hat er bestimmt 4 oder 5, Mann. Müde, Leviathan. Oh nein. Ein Schild. Scheiße. Greife an. Schluss jetzt! Oh nein, das ist auf Zeit. Ich muss wohl ernst machen. Shit, ja, müssen wir wohl. Okay. Ja, dann, Schild rein. Maybe eine Idee. Wutz. Und dann werden wir hier den Laser brauchen, nehme ich an. Da kommen Wasserkugeln. Den müssen wir ausweichen, okay. Aber das war's doch noch nicht. Er macht doch gleich irgendwas, um mich hier von dem Schild wegzubekommen. Junge, wie viel Leben hat das? What the fuck? Schön ausweichen, Laser jetzt. Yo, rein da. Oh, Laser ballert aber gut.
Sehr, sehr gut. Er ist ja ein Verpaler mit seiner Bubble. Ja, rums. Stark. Kugeln aufpassen jetzt. Schön weg. Die waren gerade noch sympathisch. War eine Falle. Aber wie geil es aussieht, dass das Schild so am Brechen ist gerade, ne? Ich hab gesagt, Schluss! Also wir kommen anscheinend ganz gut durch davon. Ah, ich hätte gern mal Heilaufladungen, ne? Ärgert mich. Wir versuchen mit Range-Angriff ein bisschen ranzuhüpfen. Ja, bloß noch nicht zu nah, genau deswegen. Schön dodgen jetzt und Schild wieder, komm. Rums. Schild into Schild. Oh, schöner Schaden. Dann brauchen wir eigentlich unseren Laser-Zeitner wieder. Oh nein, das war fürchterlich. Das war ganz, ganz fataler Sidestep. Schön von dem einen ins andere ausgewichen. Auch hier wieder ein bisschen hoppeln. Aber noch sind wir da. Noch sind wir da. Laser wird bald ready. Schild braucht zum Glück nicht ganz so lange. Nur unsere normalen Attacks, ne? Die halten sich da schadenstechnisch ein bisschen in Grenzen. Auch die Mechanik war okay. Laser. Yeah. Aquaring. War gestern. Fett. Zack. Sehr gut. Und gleich das Schild noch rein. Komm. Nein. Ah, die Mistsau. Unruhige Wasser nennt er das. Da werde ich aber unruhig, wenn ich das sehe hier. Wir hoppeln wieder. Die See erhebt sich. Oh nein, es ist auf Zeit wieder. Scheiße. Ich war zu langsam. Wir müssen noch schneller sein. Wie können wir noch schneller sein? Das ist die Wipe-Mechanik, oder? Verdammt! Oder hat er sich geheilt oder gebufft oder was? Wait, what? Ich dachte, er killt mich jetzt safe. Oh, ich glaube, das macht er auch. Yo, ich glaube, wir sind dead, Leute. Ich fürchte, das ist die Wipe-Mechanik. Alter. What the fuck? Okay. Und jetzt kommt der Bums mit den unruhigen Wassern hier zeitnah. Schön nach vorne. Big Dodges only. Sehr gut. Und wieder ran. See erhebt sich. Come on, Laser. Du musst ready werden jetzt, ne? Wird das etwa trotzdem knapp? Nein. Nein, was? Mir bleibt nicht viel Zeit. What? Don't tell me. Ey, ich hab den doch sofort gedrückt. Komm schon. Oh. Nein, er ist trotzdem durch. Was? Hä, was kann ich noch tun? Mit 4x Viereck und 2x Dreieck machst du einen stärkeren Schuss? Der macht sogar noch mehr Schaden. Oh, okay. Na, mal sehen. Habe ich den anderen gerade drin? Aber wir tryen. Wir nehmen alles mit an Min-Maxing, was wir kriegen können. 4x Viereck, 2x Dreieck. Let's give it a try. Dankeschön. Kann man sicher merken, ne? 4x Viereck. Das sollte eigentlich funktionieren können. Ja, wir müssen schön nach vorne. Kügelchen einmal ausweichen. Jawohl, gleich into Schild. Butz. Der geht gut rein. Und dann 1, 2, 3, 4, Dreieck. Oh ja, da war der dicke Schuss dabei. Okay, schön Viereck wämsen. Zack, zack und Dreieck drüber. Oh, lecker Schmecker. Ja, schön an der Luft jetzt hier. Da müssen wir trotzdem ein bisschen aufpassen beim Dodgen. Aber wenn der vierte Angriff durch ist, dann kann das gut gehen. Jetzt kommen die Kugeln wieder. Oh, Vorsicht. Nochmal ein bisschen, komm. Rein da. Ja, schön. Zack. Der ging noch durch. Sauber. Ich hab gesagt, sehr schöner Schaden gewesen. Dann versuchen wir, schön nach vorne zu zappen jetzt wieder. Sehr gut. Und gleich unser Schild reinhämmern hier. Zack. Jawohl. Und dann ist auch der Laser schon wieder ready. Jo. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein bisschen mehr als im Try davor, ne? Zack. Sehr schön. Sieht gut aus. So. Und so hatten wir es gerade auch mit dem Timing. Nur mit dem Problem, dass dann der letzte Laser in sein Enrage schon reinging. Und dann der Laser nicht mehr durchkam. Und dann hatte der Brudi aber ein ganz arges Problem mit mir, ja. Oh, jetzt verkacke ich aber die Combo gerade wieder. Das ist nicht so schön. Randa. Und schön das Schild. Wutz. Big Schaden. Sehr, sehr gut. Bisschen noch. Come on. Der Big Shot. Der ging noch durch. Jawohl. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen in den Laser belieben, ne? Nochmal an den Kugeln schön vorbei. Sehr gut. Da auch nicht rein. Schön zur Seite. Und gucken, dass wir ihm nochmal welche verpassen können hier jetzt. So. Ja, jetzt klappt es gar nicht mehr mit der Combo leider.
bin hier ein bisschen zu nervös. Jetzt muss der Laser carryen. Jetzt muss der Laser carryen. Come on. Aber es ist wieder bei 1. Oh nein. Yeah. Boah, Bruder. Ich hab dich gewartet. Heilige Scheiße. Oh. Ja, geil. Danke für die Tipps. Zack. Rein da. Aber wir sind noch nicht fertig. Wir sind noch nicht fertig. Er macht das jetzt hoffentlich nochmal. Gar keinen Bock. Junge, lass dich schön vermöbeln hier. Ja, so brauchen wir dich. Oh mein Gott, was ist das jetzt? Der Mahlstrom? Alter! Gleich mal gegenheilen. Holy fuck, what is happening? Oh! Mahlstrom into lustiger Drehangriff. Okay, gleich noch ein Feuerbad dazu. Come on. Aufpassen, Big Schwanzschlag. Into Todeslaser aus der Hölle. Okay, wir gehen ran. Schön Schild jetzt, komm. Zack. Ja, der brettert durch. Sehr, sehr gut. Gleich weiter da, komm. Zack. Unsere neuen Kombos, da weicht er aus, die Mistsau. Big Screamy. Oh mein Gott, was ist das denn? Junge. Holy fuck. Raus da, raus da, raus da. Ah, kommt da an, torpediert. Den kennen wir aber, dann jetzt einen schönen Laser rein. Come on. Boom, es gibt Backfisch. Jawohl, lecker Brötchen, extra Zwiebeln bitte. Oh, schön ins Maul. Rums, leckerer Hit. Und gleich das Schild noch hinterher, komm. Zack. Der ging auch noch durch, sehr gut. Da ist er schon mal angebrochen. Ja, ja, er ist wie ein neuer Tag. Er bricht an. Schön. Wie geht's weiter? Er schießt mich wieder nach hinten. Jo, mit dem Wusellaser. Schön aufpassen da jetzt. Big Dodgies, das war schön. Ja, ja, ja. Das meiste läuft natürlich immer noch über unsere Spezialfähigkeiten. Schön zur Seite ausweichen jetzt hier. Da kommt er wieder rein. Aber das konnten wir vermeiden, den Schaden. B, gleich ins Schild, come on. Rums. Jawohl, der ging gut rein hier. Backfischbrötchen 1,50 heute. Zack. Ja, wann war das zuletzt so? 1990? Oh shit, der Mahlstrom again. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich hier am besten dodge. Oh mein Gott. Und direkt into Kugelgewitter. Oh, komplett reingeschissen. Fuck. Das war gar nicht cool. Aber wir haben einen Laser. Jo. Mahlstrom ist so groß, muss ich vielleicht nicht mit R1 ausweichen, sondern versuchen mit Kreis und diesem Flammensprint rauszukommen. Das wäre maybe noch eine Idee. Schnell Schild hinterher. Bevor er sich hier aus dem Staub macht. Nein, hat nicht gesessen. Oh Gott, Toxic. Scheiße. Oh, es ist uncool. Aber jetzt ist er wenigstens gebrochen. Schade, dass wir jetzt nichts ready haben. Aber wir belieben natürlich. So, schön rüber da. Big Combos. Bam. Schön die fetten Flammenschüsse. Jawohl. So, drauf da. Gleich die nächsten. Bam. Big Hits Only. Sehr, sehr schönes Ding. Und gleich weiter damit. Zack. Sehr schön. Wir bleiben dran. Vielleicht noch ein Schild? Nein, ist nicht drin. Okay, nur noch eine Heilung ist ein bisschen toxic. Und er hat nochmal richtig Bock, als ob noch eine Phase kommt. No way. Herr Leviathan. Was? Du steckst voller Überraschung, was? Oh Gott. Full Kyogre Mode. Wasserfontäne. Ach du Scheiße. Was wird das denn jetzt? Was soll ich tun? Was zum Fink? Oh. Okay, ich kann es irgendwie dodgen, wie es scheint. Vielleicht knallen wir ihm jetzt einfach einen Laser rein. Wie wär's damit? Schön Laser jetzt rein. Boom. Ja. Wie wär's mit der Feuerfontäne? Hä? Aber er haut einfach ab. Hey. Das haben wir nicht gewettet. Da kommt er raus. Zorn der Meere. Oh nein, was ist das wieder für Scheiße? Oh, Heilung. Letzte Heilung. Oh, keine Ahnung, was das für Moves sind. Junge. Oh. Was zu viel? Wie lange soll das so weitergehen? Ja, der hört nicht auf. Was zu... Was ist das denn? Was ist das? Wie soll ich da raus? Junge. Was zu viel? Alter. Zorn der Meere, Hals, Maul. Und der Laser auch nochmal. Oh Gott. Boah. Kannst du dich beruhigen, Bruder? Was soll ich tun? Holy shit. Oh mein Gott. Alter.
Was bin ich erlebend? Randa mit dem Schild. Come on. Nein, was? Er hat mich einfach tot geslappt im Schild. Der bekommt keinen Schaden in der Phase, oder was? Oh nein. Oh nein. Aber schon geil, dass er jetzt so ausflippt und ich sterbe durch Schwanzziehen. Holy fuck, weg. Weg davon. Weg davon, Clive. Come on. Oh Gott. Das hat eben ein bisschen besser funktioniert, aber ich glaube, wir sind raus. Ja, wir sind raus. Okay. Dann vielleicht jetzt trotzdem nochmal ein Laser Trine of Range. Ja, der geht noch durch, ne? Der geht gut rein. Guck mal, was das wegseppt da vorne. Lass dich treffen jetzt. Stell dich nicht so an. Hat ihm nicht gefallen, aber ist mir egal. Dann muss er durch. So, aufpassen jetzt. Jumpies. Clive, Jumpies. Oh nein, verschissen. Oh mein Gott. Den ersten Sprung verkackt. Kommst du nie wieder raus. Junge, da zieht dich einfach rein da. Schön oben bleiben, Clive. Ja. Weg Dodges. Schön raus da auch. Come on. Nein. Oh Gott. Oh mein Gott. Das war gar nicht gut gespielt, Mann. Aber wir leben noch. Zwei Heilungen am Start. Könnte schlimmer sein. Aushalten. Laser kommt. Aufpassen jetzt. Big Dodge. Haben wir. Haben wir. Ist okay. Dafür haben wir vorher sauber gespielt. Damit wir uns das jetzt erlauben können. Schön zur Seite. Noch ist nicht vorbei. Noch kommt der Ultra-Todes-Laser des Jahrtausends. Alter. Kann ich den auch haben, bitte? Hätte ich Bock drauf. Hältst du jetzt die Schnauze? Können wir jetzt ran? Da kommt der Schweif. Big Dodge into Laser. Fire in my Laser. Come on, Leviathan. Jetzt gönn. Bam. Zeigt er uns seinen Laser. Hör mal, am Arsch. Gibt's noch ein Schild? Wutz. Das hat nicht so gut getroffen, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber come on. Bester Try bisher. Bester Try bisher. Aber er ist noch nicht fertig. Er hat noch Bock. Was macht er? Diesmal nicht. Wait. Wieder zu langsam? Nein. Clive, hau ihn weg jetzt. Diesmal nicht. Wenn du es wirklich so willst. Come on! Ja! Oh, wir haben auch eine Welle. Du hattest deinen Spaß, Leviathan. Oh ja, Genki Dama, Junge. Jetzt ist es wieder Zeit zu schlafen. Oh, gute Nacht, Küsschen. Wir lesen noch eine Geschichte vor. Dieses dreckige Schild. No way. Oh. Rasengan. Junge. Ach du Scheiße, was war ich sehend? Yo, und der Loot ist ein Wassersplitter. Na gut, viel mehr ist auch nicht übrig, ne? Falls ihr euch schon mal gefragt habt, wie Backfisch zubereitet wird, genau so, ja, genau so. Puh, war das krass. Ich hatte so Schiss, dass die letzte Phase noch ein Enrage hat, ne? Und dass er mich jetzt wieder wegspült, aber Clive hat da auch keinen Bock mehr. Clive hat sich auch gedacht, weg mit die Viecher. Genau so. Ey, krass, was für ein Hammerfight. Der hat ultra gebockt. Vielen Dank für eure Tipps, sonst hätte die dritte Phase war es mit dem Schild, ne? Auf jeden Fall noch deutlich länger gedauert. Wow, das war cool. Aber mein Highlight war, dass das ganze Wasser explodiert in 10 verschiedenen Formen und ich sterbe durch einen Standard-Slap. Das ist so richtig nice. Die manifestierte Macht der Esper Leviathan in einem Kristallsplitter, der Feuchtigkeit absondert, wenn man ihn sich ans Ohr hält, kann man die Schwingungen der Magie hören. Das ist ein schönes Souvenir. Haben wir sogar 2 von. Finde ich gut.
Das Zähnchen mit der 13. Vielen Dank. Ja, Leviathan. Ich hatte hier Big Motivation im Chat. Du konntest nur verlieren. Hat er nicht gesehen, ne? Der Eumel. Und Ifrit muss jetzt das Baby noch fangen. Ja, Bug Baby hoffentlich nicht, ne? Oh! Jetzt Phase 2, Leute. Ey! Na gut, dass der Slowfall gebufft hatte. Sonst hätten wir Baby-Marmelade. Das ist der feine Fantasy-Klapperstorch, ja. Der Leviathan. Das sieht ganz so aus, als wäre dein Wutanfall vorbei. Ach, guck. Oh. Clive! Wo ist er? Das ist ja Zucker. Valias. Wie niedlich du bist. Jetzt vielleicht. Habt ihr ihn vor ein paar Minuten gesehen? Clive, ich... Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Oh. Ist schon gut. Komm. Besorgen wir ihm erst mal was Trockenes. Wir wollen ja nicht, dass das kleine Monster sich erkältet. Schön trockenen Wein. Ja, den sollte man in der Schule auf jeden Fall nicht ärgern, ha? Sonst kommt erstmal Flutwelle, zack, Schule weg. Gefährlich. Oh, er ist endlich eingeschlafen. Der Arme hatte ja auch einen langen Tag. Mhm. Da ist er nicht der Einzige. Und? Wie geht es jetzt weiter? Jetzt? Jetzt bringen wir endlich alles in Ordnung. Und wie? Wir werden Valias all das geben, was ihm so lange verwehrt geblieben ist. Einen Ort, an dem er lernen und gedeihen kann. Eine Familie, die ihn liebt und beschützt. Und eines Tages, wenn die Wunden in seinem Herzen und seiner Seele geheilt sind, wird er selbst entscheiden, wie er den Rest seines Lebens verbringen möchte. Und bis dahin werde ich an seiner Seite sein. Was auch immer geschehen mag. Dann kann er sich glücklich schätzen. Nicht nur, weil die beste Kämpferin weit und breit ihm den Umgang mit der Streitaxt beibringen wird. Darauf kannst du wetten. Schula, die Bestie, die eure Heimat bedroht hat, ist gezähmt. Und das Kaiserreich, das euren Stamm verfolgt hat, ist gefallen. Wäre es nicht vielleicht an der Zeit, dass ihr den Schimmer eurer Vorfahren aufgebt und wieder euren Platz unter den Völkern Valisteas einnehmt? Ja, vielleicht. Wir haben ohnehin nicht genügend Kristalle, um die Illusion noch viel länger aufrechtzuerhalten. Aber sind wir wirklich nicht mehr in Gefahr? Ist die Welt bereit, uns so anzunehmen, wie wir sind?
Mit allem, was wir denken und glauben? Oh. Wenn ich mich recht erinnere, zieht ihr es ebenfalls vor, weiter im Verborgenen zu bleiben, oder nicht? Das stimmt. Ihr werdet hier natürlich immer willkommen sein. Egal, wie wir uns entscheiden. Und ihr bei uns im Versteck. Schließlich sind wir jetzt Verbündete. Wenn ihr irgendetwas braucht, Vorräte, Ausrüstung und so weiter, könnt ihr euch jederzeit an uns wenden. Das ist sehr großzügig von euch. Aber mein Volk wird schon zurechtkommen. Das haben wir immer getan. Ja, naja. Außerdem werdet ihr das alles sicher selbst gut gebrauchen können, wenn ihr wirklich die Welt retten wollt. Ich fürchte, ein großer Teil von ihr ist schon nicht mehr zu retten. Aber was noch von ihr übrig ist, soll zu einer Welt werden, in der wir alle gleichberechtigt leben können. Das wäre doch der Mühe wert. Und es wird dort auch einen Platz für uns geben? Für Valeas? Klar. Für alle Menschen. Das schwöre ich. Sweet. Dann werden wir warten, bis die Gezeiten euch wieder an unsere Ufer treiben. Ja, war schon gewagt, die Ansage, oder? Wir sind immer mit allem klargekommen. Die hat schon die letzte halbe Stunde verfolgt, oder? Hatte kurz Augen zu. Während wir uns da kloppen, hat sie kurz die Augen ein bisschen ausgeruht, ne? Ja, ja, halb so schlimm. Mit deinem komischen Hecht oder was das war da im Wasser. Beruhige dich. Schild der Zuflucht. Das Symbol der Zuflucht, der verborgenen Heimat der Kinder des Wassers. Es zeigt die Verflechtung von Leviathan und dem rastlosen Rinnsal, den endlosen Kreislauf des Lebens, den wir alle wieder und wieder durchlaufen. Oh ja, hängen wir uns ins Zimmer. Und ein Silberpfennig. Geil. Clive, der alte Pfennigfuchser, ne? Da ist er wieder. Aber schön auserzählt. Gut, dass wir das Baby nicht zu Babybrei verarbeitet haben, ja. Das wäre nicht so ein... Ob jetzt wirklich alles gut wird? Nettes Ende. Für Valeas? Das wird sich zeigen. Aber es gibt sicher schlimmere Orte, an welchen man seine Kindheit verbringen könnte. Die Kinder des Wassers werden sich gut um ihn kümmern. Oben beim Zepter habe ich Ultimas Stimme gehört. Er hat Leviathan sein maßlos besudeltes Fragment genannt. Und verlangt, dass ich die Sünden tilge, die ihn so erniedrigt hatten. Tatsächlich? Valeas Vorfahren haben sich zweifellos schwer an ihm versündigt. Einen Säugling zum Erwachen zu zwingen. Und ihn in eingefrorener Zeit gefangen zu halten. So dass er nie erfährt, was es überhaupt bedeutet, zu leben. Doch ich bezweifle, dass es jene Verbrechen waren, die Ultima erzürnt haben. Es dürfte vielmehr der Umstand gewesen sein, dass die Macht der Esper für einen anderen Zweck missbraucht wurde, als der, den er im Sinn hatte. Dadurch hielt er Leviathan vermutlich für eine Art Fehlentwicklung. Ob das der Grund ist, warum Ultima nicht die Absicht hatte, mich zu ihm zu führen? Aus Sorge, dass dieses besudelte Fragment auch seinen Leib auf irgendeine Weise verderben könnte? Möglicherweise. Oder er war schlicht der Auffassung, dass er keinen Bedarf an Leviathans Macht habe. Ja, der war ja auch weg. Da sein Leib auch ohne dieses Fragment in der Lage sein würde, seinen Zweck zu erfüllen. Seinen Zweck? Es gibt einfach kein Entkommen. Selbst hier, versteckt in Mysidia, ist der Segen der Kristalle nichts weiter als ein Gefängnis. Ein Gefängnis, in dem Valeas seit seiner Geburt leidet. Und aus dem sich zu befreien alles andere als einfach ist. Wenn die Welt sich nicht ändert, wenn wir sie nicht ändern, dann wartet auf ihn das gleiche Schicksal wie auf alle anderen Domini vor ihm. Mhm. Dann müssen wir sie ändern. Das müssen wir. Und das werden wir. Motivation! Ey!
Wer macht mir jetzt ein Schwert aus den Wassersplittern? Komme jetzt die ganze Zeit bei Terraria nicht weiter. Konnte es nicht weiter zocken, weil es so spannend war. War auch wirklich fies, der Fight, oder? Absolut bombastisch, halber Kinofilm, die Optik, die Knappheit bei manchen Phasen. Gott, muss auch erstmal lernen, wie man normal atmet jetzt wieder. Fred, hallo. Eine Einladung. Ein unheimliches Licht geht vom Arete-Stein aus und lockt Clive ins Innere. Welche neuen Herausforderungen erwarten ihn auf Ultimas virtuellem Kampfplatz? Oh, haben sie noch einen extra Challenge-Mode mit drin? Cool, cool. Aber ich hoffe, unser Schmied hat jetzt noch was Geiles oder müssen wir zu Schledorn? Meine Klingen sind auch nicht schlechter als andere, würde ich sagen. Tidenschlag. Ja, das ist schon beides echt sehr scheiße. Die wollten wir mitnehmen wegen Temok quasi, ne? Wollten wir uns die beiden noch holen für die Sicherheit? Darum können wir die ja theoretisch gut, herstellen. Oder? Nö. Oh nö, wir kaufen einfach Zeig wegen Temok. Einen Schmied, der das besser hinkriegt. Oh Gott, und er feiert sich komplett jetzt. Scheiße, Mann. Das wollte ich nicht, Bruder. Tut mir leid. Dann auf gute Gezeiten. Ja, ja, auf gute Gezeiten und so. Das ist schön, schön zu wissen. Dass er zurück ist. Aber wer sagt... Dann könnten wir noch mal im Versteck schauen. Noch weiter unten müsste was sein. Weiter unten im Sinne von im Süden vom Dorf? Oder meinst du die Nebenquests? Temok am Ende. Junge, deswegen laufen die beiden überhaupt mit hier bei uns, ne? Bei den Kämpfen sind sie hinten AFK, die wollen eigentlich nur ein bisschen Contest zeigen hier auf Ehre. In der Liste vom Schmied, meinst du? Ach so, ich dachte im Dorf. Meine Klingen sind auch nicht schlechter als andere, würde ich sagen. Runenklinge, Sturmruf, Windsplitter... Aber das sind die, die wir schon haben. Nee, Tomberry-Messer. Was? Das ist ja geil. Tidenschlag Tomberry-Messer. Da geht die Magie heftig nach oben, ne? Das ist ja auch funny. Wow. Okay, cool. Die verdammten Tomberries, Junge. Die carryen hier massiv rein. Das ist ja absolut herrlich. Wir haben jetzt noch ein paar Nebenquests aufgeploppt. Und ansonsten, glaube ich, sind wir erstmal durch mit der Geschichte, ne? Und dann sah ich in meinem Traum, wie die See direkt in den Himmel aufstieg. Das war kein Traum, Liebes. Wir haben es alle gesehen. Danke, dass sie denkt, sie hat das geträumt. Hier passiert echt nicht viel, wa? Dann kommt mal eine kleine Welle. Oh, es muss ein Traum sein. Ich gehe mal an den Strand spazieren. Können wir mal noch kurz talken, was die hier noch auf der Seele haben? Milord... Hättet ihr ein wenig Zeit für mich? Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Selbstverständlich. Was gibt es? Es ist eine lange Geschichte. Doch zuerst erlaubt mir eine Frage. Stimmt es, dass Lady Shula euch von der Hexe des Nordens erzählt hat? Ja. Das hat sie. Eure Vorfahren sollen die Hexe hier gefunden und sich um sie gekümmert haben. Und zum Dank hat sie ihnen die Magie vermacht, mit der man die Zeit anhalten kann. Sie war ein Dominus, wie Valeas, weißt du? Die Herrin des Eises. Meine Urgroßmutter hatte das schon vermutet. Sie war diejenige, die sich bis zum Tod der Hexe um sie gekümmert hat. Und nach ihrer Heimkehr zur See wurde die Pflege ihres Grabs ebenfalls zur Aufgabe meiner Ahnen. Seitdem wird diese Pflicht in meiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben und ist jetzt die meine. Dank dir gerät sie also nicht in Vergessenheit. Und was genau soll ich jetzt für dich erledigen? Nun, der Weg zu ihrer Grabstätte war lange Zeit von einem umgestürzten Baum versperrt, welchen wir erst kürzlich beiseite räumen konnten. Vielleicht hätten wir ihn aber lieber an Ort und Stelle lassen sollen. Als wir nämlich den Rest des Pfads freiräumen wollten, mussten wir feststellen, dass eine Herde blutdürstiger Bestien die dortigen Klippen vereinnahmt hatte. Ah. Keiner unserer Jäger ist ihnen gewachsen. Aber ihr, Milord, habt eure Stärke bereits unzählige Male unter Beweis gestellt. Würdet ihr uns helfen, sie zu vertreiben? Klar, why not? Natürlich. Ich werde dafür sorgen, dass der Weg wieder passierbar wird. Ich danke euch, Milord. Die Hexe ist an einem Ort namens Hexenschlund begraben. Passend. Um dorthin zu gelangen, solltet ihr euch bei den geflügelten Gondeln nach links wenden und dann dem Pfad nach rechts folgen, tief in den Wald hinein. Warum ist ihr Grab so weit von der Zuflucht entfernt?
Weil sie dort gelebt hat. Kurz nachdem meine Vorfahren in Mysidia angekommen waren, fanden sie die Arme bereits fast versteinert in einem verlassenen Dorf. Es war ihr innigster Wunsch, nach ihrem Tod wieder dorthin zurückzukehren. Deshalb ließ meine Urgroßmutter später einen Grabstein für sie errichten. Auf den Klippen über ihrem einstigen Zuhause. Ich verstehe. Dann gehen wir es am besten gleich an. Bei den Schiffen links abbiegen und dann weiter nach rechts, ja? Ganz genau. Nochmals vielen Dank, Milord. Ich werde zum Grab nachkommen, sobald ich kann. Die ganzen Nebenquests schalten sogar auch noch was frei. Na, mal gucken, ob wir die heute noch schaffen. Vielleicht sind die ja alle ein bisschen schneller, als man jetzt denken möge. Wir hatten ja schon Nebenquests, da war das längste die Erklärung des Weges, ne? Wo soll das sein? Dort oben? Ja, da können wir ja sogar hinreisen. Sind jetzt halt Nebenquests, die nach dem Leviathan aufgeploppt sind, ne? Kann also sein, dass sie einfach noch ein paar nette Geschichten erzählen wollen. Kann aber auch sein, dass wir jetzt hier Gegner serviert bekommen, die einfach heftiger sind als der Leviathan. Wir sind gespannt. Wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Und müssen dort rüber? Wait, what? Das sah auf der Karte gerade anders aus, wollte ich meinen. Ich laufe erstmal in die falsche Richtung. Wir hatten doch unseren Chocobo hier. Wo ist der denn? Hey, wir wollen ein bisschen Welle machen. Jawohl, aber nicht so wie der Leviathan, bitte. Das wäre echt unangenehm. Hoppe, hoppe, Reiter. Übelst Bock auf Final Fantasy 8 bekommen? Keine Ahnung warum. Ja, so alte Final Fantasy Teile, die können ja auch was Leckeres sein, ne? Das lese ich auch immer wieder. Also da sind ja auch viele mit groß geworden, ne? Schön auf der Playsee. Das müsste der Pfad zum Hexenschlund sein. Ja, dann. Lust auf Bestien, Torgal? Sind wir richtig, Torgal, ja. Allgemein unsere ganze Truppe, war. Die wollen mal wieder mitkämpfen. Die haben ja gerade nur von der Seite aus zugesehen. Haben schön gewartet, dass ich hier die Fischbrötchen mache. Und jetzt sowas. Aber ein schönes Backfischbrötchen, Junge, mit Fettremoulade, frischen Zwiebeln, ein bisschen Salat. Das ist schon was Genaues. Oder so Räucherlachs. Oh, seid ihr die wilden Bestien? Hallo! Und da ist unser Empfangskomitee. Ja, aber das sind jetzt nicht so krasse Bestien, oder? Da burnen wir doch erstmal die Hälfte Leben weg jetzt. Jo! Gut, paar feuerspeiende Raptoren und ein Greif. Ja, war jetzt nicht die Übermacht an Bestien. Aber so was die ausgehalten haben, wenn dir vorstellst, dass da jetzt die normalen Dorfbewohner drauf gedroschen hätten. Dann hätte das vermutlich nicht nur noch länger gedauert, sondern die wären auch schön qualvoll verendet. Ja, aber schau mal. Das ist schon ein toller Ort. Den haben sie zu Recht mit ihrem Leben verteidigt. Tja, nur am Ende nicht so gut gelaufen, ha? Das muss es sein. Milord. Ich danke euch. Endlich ist der Pfad wieder sicher. Ja! Isay. War das Ihr Name? Ja, alles andere als ein angemessenes Denkmal für einen Dominus, nicht wahr? Ein grob behauener Stein, den nichts als ein Name ziert. Doch meine Ahnen lebten damals erst seit wenigen Wochen in Mysidia. Jeder Tag war ein Kampf ums Überleben. Und so hatten sie weder die Zeit noch die Kraft für einen würdigeren Grabstein. Dennoch wollten sie der Hexe ihren letzten Wunsch erfüllen, auf dass sie selbst nach ihrem Tod weiter über ihr Zuhause wachen möge. Sie hat also dort unten in den Ruinen gelebt? Das hat sie. Früher einmal waren das die Behausungen der Dienerschaft des Tempels. Als die nördlichen Herrscher Isay hierher entsandten, um ihre Magie zu wirken, brachte man sie und ihr Gefolge dort unter. Mit ihr kamen Priester, Dienerinnen und ein Ritter, der geschworen hatte, sie zu beschützen. Meine Ahnen fanden bei ihrer Ankunft jedoch alles bereits verlassen vor. Die Dienerschaft war entweder geflohen oder an den Fronten im Westen umgekommen. Oh. Nur Isay blieb zurück, um hier die letzten Tage ihres Lebens zu verbringen. In der Tat. Zumindest lautet so die Legende, die man sich in unserem Volk erzählt. Doch sie ist lediglich ein Teil der Wahrheit. Nur Lady Shula und ich kennen die ganze Geschichte.
Einige Jahre nach Iseis Tod ging meine Urgroßmutter zu ihrem Grab, um nach dem Rechten zu sehen, und fand dort einen Fremden, der vor dem Grabstein kniete, von Kopf bis Fuß geharnischt. Sie sprach ihn an und fragte, wer er sei, erhielt jedoch keine Antwort. Schließlich erklang seine Stimme: Sag mir, wer liegt hier begraben? Also erzählte sie ihm alles. Davon, wie ihr Volk Isei begegnet war, dass sie für die Hexe gesorgt hatten und auch von ihrem Tod. Daraufhin blickte er nur lange Zeit schweigend hinauf zum Hort der Ewigkeit. Und irgendwann war er spurlos verschwunden. Für immer. Seine Rüstung. War sie in Schwarz und Gold gehalten? Wisst ihr irgendetwas über ihn? Im Hort der Ewigkeit hat uns eine Gestalt angegriffen, die verhindern wollte, dass wir Iseis Magie auflösen. Ein Krieger in voller Rüstung. Aha. Er ist genau vor dem Zepter erschienen. Und in seinem Äther habe ich Shiva gespürt. Die Hexe. Der war voll nett. Könnte dies derselbe Mann sein, den meine Urgroßmutter hier einst vorgefunden hat? Iseis Ritter? Ich weiß es nicht. Aber möglich wäre es. Sicher ist jedenfalls, dass er ihr Werk um jeden Preis bewahren wollte. Oder vielleicht ihre Seele. Die Überreste ihres Äthers, die noch in ihrem Zepter steckten. Möglicherweise war auch seine Seele in ihrer Magie gefangen. Gebunden an die ewige Pflicht, sie zu beschützen. Bis wir dem ein Ende bereitet haben. Falls diese Gestalt wirklich Iseis Ritter war, dann habt ihr ihm ein unschätzbares Geschenk gemacht. Nun kann er endlich zur See zurückkehren und damit auch zu seiner Herrin. Sweet. Sollte seine Seele jemals wieder den Weg zu ihrem Grab finden, werde ich den Namen dieses treuesten aller Beschützer erfragen und ihn ebenfalls in den Grabstein meißeln. Mögen sie auf ewig vereint sein. Oh wow, okay. Die Geschichte habe ich auf jeden Fall nicht erwartet. Deep. Hat sie also gelohnt, den komplett umzuhauen? Wir lernen also, Fremde immer direkt kaputt hauen. Könnte nämlich sein, dass sie dann viel besser mit ihren Liebsten vereint werden können. Das ist die Moral von Final Fantasy. Schön. Ach, und sie bleibt hier jetzt sogar stehen. Okay, dann hat sie sogar noch eine Option. Ich danke euch, Milord. Ihr habt die beiden wieder vereint. Ja, ja. Also eins kann man sagen, mit Clive haben wir schon sehr viele Leute in diesem Game wieder vereint. Darum geht es. Und das bedeutet, wir können zurück und schauen, was die anderen beiden noch wollten. Da haben wir noch eine rechts und eine links. Ich habe nicht gesehen, von wem, aber da auch bei unserem Schmied jetzt von nichts weiter die Rede war, sind das bestimmt auch alles neue Leute. Dann gehen wir doch erstmal links lang. Sieht aus, als hätte das. Ja, ja. Das meiste hat den Sturm überlebt, weil wir zum Glück eine riesige Feuerkugel hatten. Bevor der Enrage uns alle verschlungen hat. Milord, dürfte ich euch einen Moment sprechen? Darf ich auf der Arbeit meine Patienten wieder vereinen? Glaube, das musst du dann mal mit dem Chef besprechen. Aber wenn es nach Clive geht, dann ja. Es gibt da eine Angelegenheit, bei der ich dringend um eure Hilfe bitten möchte. Worum geht es denn? Bitte, nicht so laut. Also ist es etwas Ernstes? In der Tat. Ich glaube, es ist noch ein Fremdling hier in Mysidia. Ich ging gerade am unteren Tor vorbei, als ich eine Gestalt zwischen den Bäumen bemerkte. Oben beim Mantel. Erst dachte ich, das müsstet ihr oder euer Bruder sein und habe nichts gesagt, aber je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr habe ich das Gefühl, dass mir die Gestalt bekannt vorkam. Und es war ganz sicher nicht einer der anderen Dorfbewohner? Tombury. Auf keinen Fall. Ich glaube, es war eine gewisse Person von außerhalb des Walds, die sich eingeschlichen hat.
Oha. Natürlich könnte es auch sein, dass ich mir das alles nur eingebildet habe. Schließlich habe ich die Gestalt nur für einen kurzen Moment gesehen. Vielleicht wart ihr es doch. Oder euer Bruder. Aber wenn es wirklich derjenige ist, den ich im Verdacht habe, können wir ihn nicht einfach gehen lassen. Schließlich kennt er jetzt unser Geheimnis. Würdet ihr euch um ihn kümmern? Euch kann er nicht gefährlich werden, glaubt mir. Wenn ich bedenke, was alles im Wald lauert, dann ist er es, der in Gefahr schwebt. Ja, sie möchte also, dass wir den auch wieder vereinen, ne? Mit seinen Liebsten, genau. Ist dann bei Kaino auf, wenn Anna mit Magenschmerzen ankommt, erstmal schön Feuerkugel in die Fresse. Dann ist der Magen auf jeden Fall nicht mehr das Problem, ja. Aber das machen wir natürlich. Das werde ich. Wir müssen auf jeden Fall herausfinden, ob deine Vermutung richtig ist. Es könnte schließlich auch jemand ganz anderes sein. Jemand, der euch oder uns schaden will. Ihr habt recht. Aber versprecht mir eins, wenn ihr wirklich jemanden dort oben findet. Keine Sorge. Ich werde nicht unnötig Gewalt anwenden. Ich danke euch. Denn Gewalt ist nie unnötig. Das ist unser Motto. Okay, Auftrag verfolgen. Es kann nur ein Tomberry sein, oder? Irgendeine schleierhafte Kapuzengestalt. Dass sie aussieht wie wir, finde ich ein bisschen sass. Aber vielleicht meint sie einfach von der Größe her. Ja, und wir sind generell keine großen Gewaltanwender, ne? Ist Ifrit Gewalt? Ich würde sagen, nein. Also Ifrit ist schon die gewaltloseste Lösung, die wir haben können. Es hat sich zumindest noch nie wer beschwert. Ja, also wenn du einfach alle auslöscht, dann kann ja auch keiner mehr meckern. So ein bisschen Kerkermeister-Lösung, ne? Aber was willst du machen? Um wie viel wollen wir wetten? Boah, lieber nicht, wenn du das so sagst. Nachher ist doch irgendein random Dude. Das wäre merkwürdig. Hier draußen soll das sein. Aber hier sehen wir erstmal so gar nichts. Ach, schön mit dem Vogelgezwitscher. Junge, hier ist was. Eine Flasche. Liebesschwöre. Parfum aus Sandbreck. Sieht ziemlich teuer aus. Ja, nehmen wir mit. Wer ist da? Halt! Hä? Das ist wirklich ein random Dude. Was war er denn? Anduin, hast du dich verlaufen? Nimm, Schalöchen. Hör bloß auf, letzte Woche hat jemand einen Großeinsatz ausgelöst mit Feuerwehr-ETC, weil er Rauch aus einer Shisha-Bar hat kommen sehen. Aus einer Shisha-Bar. Den hätte ich echt gerne wieder vereint. Nein! Nein! Halt durch! Wir sind gleich bei dir! Das war jetzt aber passend, ne? Da hat er sich kurz eingeschaltet hier in den Voice-Chat. Nicht schlecht. Ja, manche Leute, wir haben wir vorhin bei WoW gesagt, manche Leute gibt's, die gibt's gar nicht, oder? Das ist auch ein weiteres gutes Beispiel. Oh, Junge. Wo ist er denn? Ach da, Mensch. Ja, da trifft sich. Ich wollt ihr gar nicht fressen, dann kriegt ihr Magenfäule, ich schwör's. Ach, Magenschmerzen. Die hören doch mit hier bei Final Fantasy. Zack. Wenn der jetzt sagt, er kommt aus der Shisha-Bar, dann müssen wir aber... Wir machen das schon. ...ganz andere Fragen stellen. Boah, schön wegwirbeln hier. Bam, bleib liegen, genau, Mist Sau, wo ist die andere hin? Ach hier, die Sporenwolken wieder, ja. Die hatte ich ja schon fast vergessen. Müssen wir aufpassen, ganz so braindead sind die Gegner dann doch nicht, wie ich sie gerne hätte. Aber fast. Bam, der ist auch ausgewichen. Genug. Der hat beim Greifen gelernt. Junge, machen die ja erstmal Rückzug wie so ein Hunter. Ich flippe aus. So, Beute gibt's, Reißzahn und Asche. Sehr gut. Neue Übersetzung, ja. Alles in Ordnung? Wieder vereint. Mehr als in Ordnung. Ich bin gerettet. Hm? Oh, ich könnte dich küssen. Okay. Vielleicht stellst du dich zuerst einfach mal vor. RW, habe ich es mir doch gedacht. Was machst du hier? Ich bin hier, um dich zu sehen, natürlich. Ach, mein kleines Täubchen, ich hab dich so vermisst. Mhm. Vielen Dank, dass ihr ihn gerettet habt und verschont. Und wer ist er? RW, einer meiner zahlreichen Kunden aus meiner Zeit in der Außenwelt. Einer deiner zahlreichen Kunden? Jede Nacht haben wir von unserer gemeinsamen Zukunft gesprochen. Einander Liebesschwüre ins Ohr geflüstert. Oh,
Und eines Tages bist du einfach verschwunden, ohne ein einziges Wort. Ich hab dir doch eine Nachricht hinterlassen, oder nicht? Hab dir geschrieben, dass es mir leid tut, aber dass wir niemals zusammen sein können, weil ich meine Familie auf keinen Fall im Stich lassen könnte. Und ich glaube, ich habe sehr deutlich ausgedrückt, dass du mich nicht suchen sollst. Wie hast du es überhaupt hierher geschafft? Die Flamme deiner Liebe war mir ein Leuchtfeuer in der Nacht, das mich zu dir geleitet hat. RW! Ich spazierte die Küste in der Nähe von Nordstedt entlang. Da fiel mir eine Dame ins Auge, die genauso aussah wie du. Augen wie der Ozean, Haar so weiß wie Schnee. Im nächsten Augenblick sprangen sie und ihre Begleiter in ein kleines Segelboot und fuhren hinaus in Richtung der Woge. Also, naja, lieh ich mir das nächstgelegene Boot und fing an zu rudern. Lieh? Das muss Schola gewesen sein, als sie uns hergebracht hat. Und dann bist du einfach, wer weiß wie viele Meilen weit gerudert, nur weil du eine Frau mit weißem Haar gesehen hast? Aber natürlich! Ja. Und dann war der Himmel auf einmal nicht mehr dunkel und trostlos, sondern er strahlte in hellem, freundlichem Blau. Da wusste ich, dass mein Täubchen in der Nähe sein muss. Ach, warum bist du nur gekommen? Du hättest mich vergessen sollen, so wie ich versucht habe, dich zu vergessen. Ich kann mein Volk nicht aufgeben, RW. Und jetzt, wo du unser Geheimnis kennst, kannst du auch nicht mehr weg von hier. Ja, RIP. Wir müssen zurück zur Zuflucht und unser Schicksal in die Hände meiner Familie legen. Du willst mich deiner Familie vorstellen? Oh, mein süßes Täubchen! Oh Gott. Kommt bitte später noch einmal zu mir. Diese Stille. Ihr habt getan, worum ich euch gebeten habe. Also sollt ihr auch dafür entlohnt werden. Und jetzt, komm mit mir, RW. Ey, da lassen sie jetzt einen von außen. Bis ans Ende der Welt und noch weiter. Jetzt ist er Arthas, oder was? Mal'Ganis. Einen lassen sie rein von außen und dann ist es der. Er hat es tatsächlich geschafft, uns unbemerkt zu folgen. Zum Glück ist er harmlos. Oh Gott, also, ja. Glaube ich zumindest, fühle ich. Zu Jamila reisen, yes. Nicht, dass er nur eine Rolle spielte. Jetzt kommen wir wieder, hat er alle abgestochen? Nee, anscheinend nicht. Er sitzt da und wird genauestens beobachtet. Oh, nee. Was für ein Typ. Verzeiht mir. Es gibt nichts zu verzeihen. Ihr beide habt euch im Schleier kennengelernt, nehme ich an. Als ich dort gearbeitet habe, ja. Denn irgendwie müssen auch wir wenigstens ein bisschen Geld verdienen. Mysidia ist unsere geliebte Heimat, aber es gibt gewisse Dinge, mit denen sie uns nicht segnet. Deswegen suchen einige von uns jenseits des Walls Arbeit. Aber für Anhänger eines verbotenen Glaubens gibt es in der Fremde nicht gerade viele Möglichkeiten. Du wolltest deine Familie also auf diese Art unterstützen? Ja, und ich habe es niemals auch nur für einen Moment bereut. Im Schleier habe ich eine zweite Familie gefunden. Und in Madame eine zweite Mutter. Oh. Und schließlich auch RW. Aber unsere Liebe war von Anfang an unmöglich. Wenn ich ihm mein Geheimnis offenbart hätte, wäre mein Volk dadurch in große Gefahr geraten. Aber ich konnte auch nicht einfach schweigen. Sonst würde ich für immer eine Lüge leben müssen. Und könnte niemals nach Hause zurück. Was passiert jetzt mit ihm? Seit unser Stamm sich hier niedergelassen hat, haben wir nur sehr selten ungebetene Besucher gehabt. Aber es gab sie. Entdecker, Schiffbrüchige. Keiner von ihnen hat lange überlebt. Du meinst? Das letzte Mal ist schon sehr lange her. RWs Schicksal liegt jetzt in Schulas Händen. Ich kann nur beten, dass sie ihn verschonen wird. Ich kenne Schula zwar noch nicht lange, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Leben eines Menschen opfern würde, wenn es sich vermeiden lässt. Ja, ihr habt recht.
Was auch immer jetzt geschieht, ich danke euch für alles, was ihr getan habt, Milord. Für uns beide. Okay. Ja, ich freue mich total, dass er jetzt hier ist. So gesehen hat er sich reingeschlichen, stimmt, aber wie Clive gerade sagte, sie werden ihn vermutlich nicht rausschmeißen oder irgendwie töten, ne? Das heißt, der wird sich jetzt hier einfach mit rein integrieren. Der. Oh Mann. Der ist mehr als verliebt. Und die Stimme ist mit Sicherheit auch so nervig gewählt worden, ganz bewusst, ja. Da hat der Sprecher auch ganze Arbeit geleistet. Auf jeden Fall. Und Arme muss er jetzt haben von dem ganzen Rudern, genau. Das war die Geschichte. Ach guck, jetzt haben wir noch zwei mehr hier drüben. Ey, eben war nur eine. Ich hab's genau das gesehen. Ist der Mann, der Valias gerettet hat. Denkst du, er ist vergeben? Alter. Das waren die Lache. Direkt verliebt. Direkt. Mein Freund, es gibt Neuigkeiten. Direkt verliebt. Ich glaube, ich weiß jetzt, wie man Talors Fluch brechen kann. Wirklich? Ja, ich habe mit den Dorfältesten gesprochen und jedes vielversprechend aussehende Buch in unserer Bibliothek gewälzt. Dabei habe ich herausgefunden, dass nicht alle Tomberrys die kleinen grünen Plagegeister sind, die wir kennen und hassen. Anscheinend werden einige wenige von ihnen sehr alt und viel, viel größer als ihre gewöhnlichen Artgenossen. Mhm. Die Ältesten unter ihnen werden Königstomberrys genannt. Und die Legenden besagen, dass sie es sind, die Menschen mit Flüchen belegen. Dadurch werden ihre Opfer an sie gebunden, sodass sie weiter von deren Leid zehren können. Heißt das, wenn wir den Tomberry ausschalten, der den Fluch ausgesprochen hat, können wir Talor erlösen? Das vermute ich zumindest, ja. Aber einfach wird das bestimmt nicht. Diese Königstomberrys sind nicht nur größer, sondern auch viel stärker. Und wenn die Geschichten stimmen, dann wird ihr Gefolge sie bis zum Tod verteidigen. Es ist zweifelsohne ein gefährlicher Plan, aber er könnte auch Talors einzige Hoffnung sein. Was meinst du? Na klar, probieren wir. Ich werde es versuchen. Selbst wenn der Fluch nicht mit diesem Königstomberry verschwindet, wäre Mysidia ohne ihn trotzdem um einiges sicherer. Danke. Und? Wo finde ich ihn? Das weiß ich leider auch nicht. Top. Den Fluch muss er vor dem Altar im Väterwald ausgesprochen haben, aber jetzt könnte er überall sein. Farnet! Du warst es, die wegen der Tomberrys gefragt hatte, oder? Da ist nämlich gerade eine ganze Armee von denen auf dem Mantel aufgetaucht. Aha. Was? Warum sollten sie sich so nah ans Dorf wagen? Und warum jetzt? Zum Nachdenken ist erstmal keine Zeit. Ich gehe hin und finde raus, was da vor sich geht. So ein Zufall. Gut, danke. Aber bitte, sei vorsichtig. Die Tomberry Army. Okay. Schmelke, hi. Ja, wir sind heute direkt flawless von WoW into Final übergegangen, weil ich eigentlich dachte, wir haben auch keine weiteren Quests und so, sondern nur den Endfight. Wir müssen vorne raus und sind dann in einer halben Stunde fertig. Ist, ich sag mal, zur Hälfte gut gegangen, der Plan, ne? Wir hatten den flawless Übergang, wir hatten einen fetten Endfight mit dem Leviathan. Aber jetzt wollen die Dorfbewohner gefühlt doppelt so viel von uns wie vorher. Und darum ist das zeitlich ein bisschen mystischer geworden. Aber gut. Königstomberry. Let's go. Oh. Das ist ja wirklich eine Versammlung hier. Beim Begründer, sie sind schon fast am Tor. Aber noch näher werden sie nicht kommen. Hallo, Freunde. Na, darf ich hier mal ein bisschen reinbrutzeln? Aber wo wird der König dann auftauchen? Der muss ja, wenn er größer ist, auch irgendeinen besonderen Platz haben. Links, wo das Mädchen immer gern gechillt hat? Ich habe keine Ahnung, aber euch können wir mal wegfetzen, oder? Boom, let's go, jawohl. Sehr schön, sehr schön. Oh nein, der Arme, der Echsenwilli. Mann, der sieht aus wie Littlefoot, wie er da gerade umfällt. Das ist nicht schön. Ob der König das alte Design hat? Was wäre das alte, so klein? Das wäre funny. Das sollte der Zuflucht zumindest etwas Zeit verschaffen.
Clive, bist du in Ordnung? Ja, keine Sorge. Und die Gefahr ist fürs Erste gebannt. Den Gezeiten sei Dank. Ich hatte schon Angst, dass ich euch beide verlieren würde. Talor, sein Zustand hat sich verschlimmert, gleich nachdem du aufgebrochen bist. Was? Ist er... Nein, noch hält er durch. Aber ich befürchte, dass der Königstomberry das Verfluchungsritual wieder aufgenommen hat. Und diesmal will er es vermutlich zu Ende bringen. Die Sau! Es kann kein Zufall sein, dass seine Anhänger hier aufgetaucht sind. Wahrscheinlich passiert es gerade in diesem Moment oben auf dem Mantel. Wenn dem so ist, dann nicht mehr lange. Geh zurück zu Talor. Ich gehe zum König. Ich danke dir. Ich werde für euch beide beten. Das ist nett. König Eckert der Erste, Schutzheiliger der Matjes-Verkäufer, Bezwinger der Schlei. Den holen wir uns. Auch so weit oben ist der, da können wir ja reiten. Junge. Aber man hört so ein bisschen spannende Musik auch, ne? Ein bisschen auf Herzschlag angelehnt. Königstomberry. Wir hatten ja schon größere mit Laterne. Noch mehr von Ihnen. Oh, dem vollen Programm. Aus dem Weg mit euch. Boom. Ich verlange eine Audienz bei eurem König. Warte, kann ich wirklich dran vorbeireiten? Lull. Leckt mich, Leute. Ich will zu eurem King. Oh, die kriechen ja wirklich den ganzen Pfad lang. Damn, boy. Da müssen wir vorsichtig sein. Ja, und die Großen oben auf dieser Ruine. Und noch eine Gruppe. Besonders königlich sehen die auch nicht aus. Das war ja auch ganz schön frech, was die konnten, ne? Mit ihren Flüchen, Schattenvoids, mit dem Messer auf mich zuspringen. Das war alles andere als fein. Lass mich durch! Ich muss raus! Ich will nur zu eurem King! Die sind gerade bei guter Gesundheit und Limitrausch ist voll. Die sollen mal hier nicht rumnerven, die Einzelnen. Hallo! Mit ihren Laternen. Wie sie die immer erstmal hochheben. Immer noch keine Spur vom König. Oh, wer ist da? Sich geirrt hat. Wer ist denn da? Keine Spur vom König? Na, hier sieht's doch interessant aus. Ja. Hier sind besonders viele. Oh. Ach, das sind ja Dutzende. Junge. Sicher ist der König auch nicht weit. Hier kommen wir auch nicht. Aber erstmal müssen wir uns um seine Diener kümmern. Dran vorbei, ja, wollte ich sagen. Erstmal nehmen wir die Freunde hier auseinander. Junge, wie sie fliegen. Oh, Junge. Zack. Holy fuck, das war unnötig brutal. Aber so mögen wir es doch, oder? Zack. Sehr schön. Bam. Shion, hi. Endboss-Fight war richtig krank. Habe zum Glück ganz liebe Tipps aus dem Chat bekommen. Haben wir schön mitgefiebert, war wieder ein halber Kinofilm, das ja. Ich mal einen Haufen Tomberries. Und lag dann zum Glück relativ clean. Ja. Aber war ein bisschen zum Schwitzen, ja. So, weggekickt. Zu langsam. Raus aus der Void. Die haben doch ein bisschen besser getroffen, als mir lieb ist, um ehrlich zu sein. Müssen wir gleich nochmal ein bisschen durchwirbeln hier. Den ziehen wir uns schön ran. Ja, schön die Feuerschwinge voll daneben. Perfekt. Und da wird das Küchenmesser gewirkt. Müssen wir aufpassen. Boah, jetzt wäre so ein richtig heftiger AOE natürlich von Vorteil. Aber will ich mit Sante zucken rein? Ich glaube nicht. Nee, nee, das heben wir mal auf für den König. So, hauen wir den hier in der Ecke kaputt. Ah, gucke. Das sind wirklich deren Geschosse, die hier rumböllern die ganze Zeit. Müssen wir gucken, dass wir erstmal hier... Bam! Schön die Hexe auseinanderbrettern. Jawohl! So. Mal sehen, ob der König gleich einfach spawnt. Oder ob der wirklich irgendwo... in der Höhle sitzt. Oh, jetzt hat er sein Küchenmesser wieder gecastet. Müssen wir aufpassen. Da rennt er gleich wieder wie so ein Psychopath auf uns zu. Und will mich hier wegmessern. Ah, weg mit dir. Wer ist der Letzte? Du bist der Letzte. Okay. Jo, jo, jo. Die Mistschweine. Nice. Was gibt's an Loot? Kein Küchenmesser. Schade. Waren essbar, ja. Das waren dann hoffentlich alle. Endboss war Esperfight. Zumindest hier draußen. Aha, die Königshöhle. Hexen verkriechen sich ja gern in dunklen Höhlen. Oh. Die großen Tomberries sind sonst wirklich groß und teilweise die schlimmsten Gegner, wenn man Superbosse ignoriert. Na, ich bin gespannt, weil jetzt ja dieses neue Tomberry-Design... auch schon an sich groß ist, ne? Aber das ist auch echt eine ordentliche Lichtung hier. Man darf gespannt sind also wahr. Sein, da ist er.
Hallo. Oh, er hat ein paar Stöckchen an der Rüstung. Und eine Krone auf. Damn, der evil shit. Aber Fuß-Content. Und das etwas andere Küchenmesser. Königstumbery. Na, mal sehen, was das wird, hä? Mit extra Vorstellung. Wir sind gespannt. Sogar eine Krone. Oh, und er portet sich. Mir leid, eure Majestät, aber eure Herrschaft endet hier. Oh, Big Schaden. Okay, Port into Combo von ihm. Holy. Das ist natürlich unangenehm. Versuchen wir ein bisschen Garuda reinzubrettern. Kollektivhass. Da beschwört er ein paar Ads. Ja gut, dann beschwören wir unsere kollektive Antwort. Bjapse. 10 fette Abo-Geschenke. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Schatten. Ja, die halten aber nicht so viel aus. Das ist gut. Da kommt er wieder rein. Das war ein perfekter Dodge, aber er haut auch fette Voids mit dazu. Das ist natürlich unangenehm. Bisschen Garuda tryharden, aber durch dieses Rumporten hat er da nicht so Bock drauf gerade. Finde ich ein bisschen scheiße von ihm. Kann ich nicht mal mit Odin brauchbar reagieren gerade. Oh, da kommt er wieder rein. Vielleicht jetzt? Nein, Zante Zug in Kleif. Nein, gar keinen Bock. Ach man, warum nicht? Jetzt, danke. So, Rums. Jawohl. Das war Odin mal wieder sehen hier. Ein bisschen Feuer dazu, sehr gut. Und dann haben wir doch schon mal gebrochen, den Miesen. Jawollo. Einfach Bluttodesritter Yoshi. Das ist auch erstaunlich treffend, muss man sagen. Gleich, wenn wir schnell sind, sind wir aber nicht. Scheiße. Odin aufladen könnte wirklich Pain werden bei diesem Rumgeporte. Weiß ich gerade noch nicht, ob das wirklich hinhauen kann. Oh, Vorsicht. Das war noch ein Move. Ja, der macht sogar noch einen. Boah. Wie viele hat er denn? Und dann gleich wieder wegspringen. Oh nein, der ist genauso nervig wie die Kackgreifen und die ganzen anderen Viecher. Der hat nicht wirklich fette Lücken in der Verteidigung, ne? Wow. Oh mein Gott, aber gleich ist er gebrochen. Dann können wir ihm richtig mies geben. Aber cooles Design, dass er so schnell ist. Da habe ich mich zu früh gefreut mit meiner Meckerei. Bezogen auf die Greifen und die anderen Freunde. So, hauen wir jetzt schön mit Limitrausch rein. Hoffen, dass wir noch ein paar Magic Abilities rausrotzen können. Ja, das wird eine knappe Nummer, aber könnte noch was werden. Come on. Knapp. Und dann vielleicht noch ein Odin drüber seppen. Das wäre natürlich krass, wenn wir da noch ein bisschen Aufladung bekommen können. Bjapsen, vielen lieben Dank nochmal. Ah, er portet sich wieder weg. Scheiße. Und wieder in diesen Kollektivhass. Okay, was machen wir damit? Kleine Feuerschlinge? Ah ja, die kommen alle mit ihren Messerchen an. Okay, die kommen alle angerannt. Wir nehmen mal Steinhaut mit dazu. Ja, da bräuchte ich jetzt einen fetten AOE. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir den noch hier rausbekommen, bevor die mich treffen. Die sind nämlich reingekommen und haben noch getroffen, obwohl mein Feuer auch gesessen hat, ne? Die Schweine, ey. So, ein bisschen draufboxen. Wieder aufpassen. Was macht er? Per Voids mit seiner Laterne. Okay. Und? Nur weitere Voids. Aha, da kommt der Big Hit. Da kommt noch was. Und noch was, oder? Na? Ja, dicker Wirbel. Okay, jetzt Garuda. Jetzt können wir ein bisschen was von der gelben Leiste wegsetzen. Das war stark, auch wenn wir selber ein bisschen gefressen haben. Aber nicht genug gewesen. No way. Ach nein. Er gönnt wieder den einen Hit nicht. Da war er. Ah, das war ein bisschen unnötig Schaden erlitten. Aber vielleicht jetzt Odin. Der Greed. Ach, das gibt es nicht, Mann. Ah, diese Gegner gönnen überhaupt nicht für meine Spielweise, ne? Das ist unfassbar. Das gibt's doch nicht. Aber wir kriegen den trotzdem. Kein Problem. Der kann jetzt ein bisschen rumzetern. Kann sich hier ein bisschen fühlen. Aber wir kriegen den trotzdem. Halb so wild. Oh. Fehlt jetzt immer noch so ein Yoshi-Sound bei den Sprüngen. Aber das würde vermutlich ein paar Probleme mit dem Copyright geben. Ja? Oh, 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 oh. Vorsicht. Ja, und jetzt ein bisschen Feurio. Jawohl. Und ich warte, glaube ich, wieder mit unseren Phönix-Schwingen auf diesen Kollektivhass. Dann vermeiden wir da nämlich den erlittenen Schaden, denke ich, am besten.
Wo ist er wieder? Da kommt er mit dem Jump. Da kommt der nächste Slice. Und einer war noch. Ja, komm, Garuda, jetzt schnell. Nein! Dankeschön. Kann auch nicht sein, dass er immer mit so einem Fitzel vom Restleben noch wegspringt hier. Der König. Ich glaube, es geht los. Zack. So, und der schöne Wirbel hinterher. Und jetzt muss Odin eigentlich sitzen. Also wenn er aus der Nummer jetzt rauskommt, dann bin ich aber wütend. Er kommt aus der Nummer raus. Ich scheiß mir ein. Alter, bin ich sauer. Ich brenne vor Zorn. Unglaublich. So, sind das alle? Na dann. Feurio. Junge, in der letzten Sekunde springt er weg da, ne? Boy. Ja, das war gut. Das war gut, aber es kommen einfach noch mehr. Die wir aber auch sehr zügig aus dem Leben gesetzt bekommen. Oh, 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 oh. So viele Messerchen hier. Ach du Scheiße. So viele Messerchen. Junge, was? What? What the fuck? Wie viele denn noch? Was? Wie mache ich das denn? Mit den aufgeladenen Shots vielleicht? In der Hoffnung, dass wir die so auf Distanz halten? Ja, ist da ein bisschen Rückstoß bei. Aber besser, als hier abgestochen zu werden, Mann. Oh, das war eine wilde Bossphase. Das könnte aber auch Copyright Strike geben von Frankfurt Hauptbahnhof, ne? Da war jetzt Final Fantasy aber ein bisschen mutig. Entseelen? Oh nein. Wir kennen Entbeinen. Das ist jetzt die nächste. Die nächste Stufe vermutlich. Oh, Big Dodges. Das wäre gut, aber ist noch nicht fertig. Oh, ordentlich. Schön rumhüpfen jetzt. Schön rumhüpfen. Okay, haben wir überstanden, wie es aussieht. Sehr schön. Aber er spielt schon wieder mit uns. Dann gibt es eine schöne Schwinge von mir. Ja, ja, ja. Vier hat er nicht mehr. Aber er dreht auch nochmal ein bisschen auf, muss man sagen. Ne? Darum sollten wir uns jetzt nicht zu sicher fühlen. Garuda geht auch nicht komplett durch. Das heißt, er gönnt wieder nicht so richtig. Darum jetzt nicht zu greedy werden. Perfekt. Ja, einfach alles mitnehmen, was auf dem Boden rumliegt. Big Jumpy. Big Slash. Und wegbleiben. Weil jetzt haben wir ihn. Yo, schön gebrochen. Und gleich wieder Garuda drüber. Da schmilzt die gelbe Leiste. Sehr schön. Letzter Hit wurde nicht gegönnt. Ist aber okay. Wir haben genügend Heiltränke. Und nochmal entseelen. Oder ich hätte nichts sagen sollen. Ich hätte nichts sagen sollen. Oh, jetzt hat er richtig Bock. Aber wir sind weit genug weg. Aufpassen. Ja, und nochmal einer von oben. Schön raus da aus den Voids. Big und Garuda schnell, komm. Nochmal in den Break bekommen. Gönnt er wieder nicht auf die letzten Meter. Das ist so ein bisschen sein Jam, ne? Einfach wirklich der Ekelhafteste zu sein. Und kein Fußbreit zu gönnen. Ja, aber jetzt, wenn wir jetzt ausweichen. Schön, einer kommt noch. Sehr, sehr gut. Und wieder ist er instant weg. Bro, das ist so toxisch, was er gerade macht. Vielleicht jetzt ein bisschen aus der Luft. Come on, brich doch. Der bricht immer noch nicht. Dankeschön. Oh, Junge. Diese letzten Prozente. Die bleiben auf ewig mein Erzfeind in allen Games. Aber jetzt müssen wir ihn bekommen. Jetzt gibt es keinen Plan B. Jetzt gibt es kein Ausweichen. Der fette Feuerlaser von Joshua drüber. Und nochmal komplette Eskalation. Ja, witziger Fight aber. Gut, dass wir Big AOE hatten für diese Messerphase. Junge, wie die klein angesprintet kam. Das ist wie wenn du im Kindergarten Erzieherin bist und bastelst dann so. Und die Kinder fangen an, mit den Scheren rumzulaufen. Das war original diese Phase. Junge, schaltige Messerklinge bekommen wir. Nice. Ja, konnte tatsächlich alles, was die fetten Tombury-Mini-Bosse auch konnten. Nur in nochmal heftiger. Also war ein würdiger König, würde ich sagen. Numa mit der 6 dabei. Dankeschön. Das wäre geschafft. Der Fluch sollte also gebrochen sein. Mal sehen, wie es Talor geht. Hier noch irgendwas? Nö. Dann können wir zurück. Dann soll ich nur im Laden mal ein bisschen shoppen noch, ne? Das hat jetzt doch mehr Tränke gefressen, als mir lieb ist, weil ich wieder zu greedy war. Weil ich ein mieser, gieriger Hund bin und immer diese letzten Prozente knacken will, aber das ist die Falle. Clive, du hast es also geschafft. Hab ich. Ich wollte eigentlich fragen, ob sich Talos Zustand gebessert hat, aber wenn ich mir das Lächeln auf deinem Gesicht so ansehe, kann ich mir das wohl sparen. Kannst du. Talor, er ist zurück! Ey!
Ich danke dir. Was du für mich getan hast, werde ich niemals wieder gut machen können. Ich verdanke dir mein Leben. Der Fluch ist gebrochen, das ist die Hauptsache. Aber eine Frage muss ich dir doch stellen, wenn es dir nichts ausmacht. Warum hast du überhaupt Hilfe bei den Thornberrys gesucht? Oh, das. Na gut, du sollst die Wahrheit erfahren. Das ist jetzt schon viele Jahre her, aber als ich noch als Händler unterwegs war, bin ich einmal in Oriflam, den Söhnen Gwegors, in die Hände gefallen und wurde tagelang in einer dunklen Zelle festgehalten. Da hing ein riesiges Schwert über meinem Kopf, das auf mich herunterfallen sollte, wenn ich nicht gestehe. Aber was ich gestehen soll, das haben sie mir nie verraten. Natürlich habe ich kein Wort gesagt, also haben sie mich irgendwann gehen lassen. Ich habe nie jemandem davon erzählt, wollte es einfach vergessen. Aber dann kamst du, und als ich dein Schwert gesehen habe, war auf einmal alles wieder da. Ich konnte nicht schlafen, nicht essen, sogar kaum atmen. Irgendwann dachte ich mir, wenn ich meine alte Kette zu den Thornberrys bringe, würden sie mir all diesen Schmerz nehmen. Und diese Wut. Aber das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Die Hauptstadt ist gefallen. Und die Männer, die dich gefoltert haben, wahrscheinlich mit ihr. Wenn ich das mal gewusst hätte, dann hätte ich uns allen viel Ärger ersparen können. Oh ja. Ich hatte mir eingeredet, dass du so wie sie wärst. Dass alle Fremdlinge so wären. Aber das bist du nicht. Nicht im Geringsten. Nochmals vielen Dank. Wirklich. Jo, immer gern, ne? Nimmst du mich auf die Kurzwahl, Bruder. Wenn's dann wieder kickt. Dann wissen wir jetzt, wo wir ansetzen müssen. Clive, ich muss dir etwas gestehen. Nachdem wir uns am Mantel getrennt hatten, bin ich gleich zurück zu Talor gegangen und habe ihm erzählt, was du für ihn auf dich nimmst. Und im selben Moment begannen seine Schmerzen nachzulassen. Was soll das heißen, im selben Moment? Da war der Königs-Thornberry doch noch am Leben. Hä? Ich musste mich durch Unmengen seiner Gefolgsleute kämpfen, bevor ich ihn gefunden habe. Dann hat ihn einer der kleinen Thornberrys vielleicht gewarnt, sodass er das Ritual abgebrochen hat. Oder vielleicht war das Wissen, dass ein Fremdling für ihn kämpft, genug, um die Last von seinem Herzen zu nehmen. Wow. Meiner Erfahrung nach sind viele Krankheiten nicht rein körperlich, sondern zu einem Großteil auch der seelischen Verfassung geschuldet. Dann gab es vielleicht gar keinen Fluch. Und Talos Leiden wurde in Wahrheit von seinen dunklen Erinnerungen verursacht. Von seinen Schuldgefühlen wegen seines Versuchs, andere zu verfluchen. Ja, perfekt. Aber im Grunde macht es keinen Unterschied. Wir werden die Wahrheit wohl nie erfahren. Und der König war eigentlich voll nett. Wahrscheinlich nicht. Aber in einer Sache bin ich mir sicher. Naja. Dass es deine Tatkraft und deine Selbstlosigkeit waren, die sein Herz geheilt haben. Ich werde es zu Hause unserer Heilerin erzählen. Ja, die Thornberrys waren eigentlich total friedlich, haben sich da versammelt, wollten den Dorfbewohnern Blumen schenken und wir machen alle platt, haben die ausgerottet. Ja, ach, die waren es übrigens gar nicht. Boah, passiert, ne? Normaler Sonntag. Da schlägt man mal über die Stränge. Upsi. Hab auch immer weniger Schmerzen, wenn ich weiß, dass wer anders die Arbeit macht. Das fühle ich auf jeden Fall, ja. Das ist eine gute Sache. So, jetzt hatten wir immer noch 3 Quests. Hä, werden das mehr statt weniger? What the fuck? Was ist mit den Leuten? Nee, das ist dieselbe, oder? Nee, das ist dieselbe. Das sah gerade so aus, als hätten die jetzt auch nochmal eine. Junge, dann hätten wir mit den Leuten aber mal... Hier drüben! Hätten wir mal reden müssen, ja, weil sich rumspricht. Richtig, dass ich hier gute Arbeit mache und nichts zu tun habe. Sag mal, ist aber sehr unbefriedigend, wenn immer mehr Quests aufploppen. Bitte, du musst uns helfen.
Das Dorf ist in Gefahr und wenn niemand was dagegen tut, ach, es war schrecklich. Halt. Hol erst mal Luft und dann sag mir, was passiert ist. Wie heißt du denn überhaupt? Tut mir leid, ich heiße Eirik. Als du mit Schula zum Hort der Ewigkeit gegangen bist, bin ich... Also, ich bin euch gefolgt. Du hättest dabei umkommen können. Schula hat uns erzählt, dass ihr große Krieger seid. Also dachte ich mir, solange ich dicht bei euch bleibe, wird mir schon nichts passieren. Aber dann habe ich euch in den Wäldern verloren und da habe ich es gesehen. Was gesehen? Ein riesengroßes, glänzendes, sabberndes Ungeheuer. Hat riesige Wasserstrahlen gespuckt, das Ding. Die haben die Erde aufgerissen und ganze Bäume gefällt. Wasserstrahlen. Ich könnte mich nicht erinnern, sowas im Wald gesehen zu haben. Ich aber. Und ich will es auch nie wiedersehen. Du kümmerst dich darum, oder? Ja, klar. Na gut. Wenn dieses Ungeheuer so schrecklich ist, wie du sagst, dann könnte es dem Dorf gefährlich werden. Ich sehe mal, was ich tun kann. Oh, danke schön. Drüben beim Flinklauf habe ich's gesehen. Vielleicht ist es noch da. Dann fange ich da an zu suchen. Und du bleibst schön brav hier im Dorf, verstanden? Keine 10 Schokobos bringen mich da nochmal raus. Nicht solange dieses Ding noch da ist. Aber viel Glück. Meinst du, er ist so ein Lysop und das ist irgendein kleines Kackvieh, das wir one-hitten? Das wäre auf jeden Fall funny. Aber wir füllen unsere Tränke trotzdem auf. Und Saufspiel müssen wir machen. Ja. Immer wenn jemand Tomberry sagt oder eine sehr wilde Synchronstimme hat, dann werden gleich 10 auf einmal gekippt, ne? Nur so erträgt man das Dorfleben. Sag einfach Bescheid, wenn du dich entschieden hast. Ja, ich brauche Süppelei. Hör mal, Heiltränke. Jawohl, dann nehmen wir ja einmal die 5. Bitteschön. Und dann nehmen wir noch ein paar Supertränke. Möge es Elixiere. Dir von Nutzen sein. Hatte ich gar nicht mehr dabei. Bitteschön. Ist aber na auch... gut, wenn du das wirklich brauchst. Teurer Scheiß, wie jetzt? Und wenn ich das... Bitteschön. Was ist das für eine Unterstellung? Denkt sie, ich bin Dealer, oder was? Na gut, wenn du das wirklich brauchst. Ich habe Bestätigung vom Arzt, ja, ich brauche das wegen chronischen Schmerzen im Knie. Ich pfeife mir das nicht einfach so rein den ganzen Tag. Nur so. Ja, ja. Wir müssen mal zur Karte gucken, weil könnte sein, dass wir in die Richtung auch reisen können. Das ist nicht die Karte, die ich wollte. Hold up. Like this. Und dann... Och, guck mal. Na, wenn das nicht funktioniert hier... Dann weiß ich aber auch nicht. Markus, hallöchen. Abenteurer, ich kann seit einer Woche nicht kacken und meine Nachbarn sind zu laut. Bring mir ihre Finger. Die spielen den ganzen Tag laut Gitarre, ich kann nicht mehr, weißt du? Ist das der Jäger? Oh, wait, der Jäger? Ja. Ich erinnere mich, wir hatten mit Jägern zu tun. Ist was dran an der Geschichte vom Kind? Du bist es. Nassefs Retter. Bist du in Ordnung? Was ist passiert? Ich habe eine Gazelle verfolgt, als ich plötzlich von einem Wasserstrahl im Rücken getroffen wurde. Hat mich von den Beinen gerissen und quer über die Lichtung geschleudert. Konntest du sehen, was dich angegriffen hat? Nein, ich habe nur ein Geräusch gehört. Ohrenbetäubend war das. Das ist der Junge mit einer Super Soaker. Oh, eine Kröte. Das könnte doch der Übeltäter sein. Junge, wie sie ankommt. Überlass ihn uns. Oh, die haben 4 ausgehalten. Oh, es ist eine wütende Schilde hier, okay. Du hast genug Ärger gemacht. Was macht sie? Wasserstrahlen? Damit hätten wir rechnen können. Oh, und sie interrupted, oder was? Beruhig dich. Wait. Bekommt die keinen Magic-Schaden gerade? Der Panzer wehrt das ab. Oh. Was soll das denn? Okay. Das ist interessant. Dann macht sie so einen schönen Kreisel-Move hier. Wumm. Mit Odin vielleicht rein, von vorne. Zack. Ah ja, das, wie sie da steht, Junge, komplett am Dancen. Oh, no. Ja gut, dann...
hat sie hoffentlich nicht so viel Leben. Wenn wir nur von vorne reinwämsen können, dann ist ja immer, wenn sie sich umdreht, komplett Katastrophe, ne? Aber dann geht doch sicherlich jetzt von vorne hier unser Feuer. Ja, das ist ja eine spannende Mechanik. Die willst du mit deinem Hunter haben? Ja, ich hoffe, du magst es, wenn deine Pets gut durch sind. Zack, und vielleicht jetzt ein bisschen rein hier. Jawohl, schön mit Garuda. Oh, das läuft. Oh, das läuft. Das war big. Jawohl, schön die Schwinge rüber. Und jetzt mit Limit Rausch rein. Nice. Ja, guck mal. Schlechte Zeiten für arme Krötis. Schön rüber da und gleich mit Odin noch hinterher seppen. Komm, was war das jetzt? Oh, Odin ging wieder in Panzer rein, oder wie? Na, das kann ich ja leiden. Let's try again. Das läuft. Okay. Ja, interessante Mechanik. Aber zum Glück ist sie gerade noch relativ gnädig in Sachen von vorne reinhauen. Da ist sie ja zum Glück ein bisschen langsam mit ihrem Stampfen. Da können wir recht brauchbar doch ausweichen. Oh, dabei allerdings nicht. Vorsicht. Das wird wieder dieser Kickflip. Nein. Kein Kickflip. Eher ein bisschen Aquaknarre. Okay. Kein Problem. Boom. Big Shot ins Gesicht. Gleich haben wir sie in dem Mini-Bruch schon drin. Das ist gut. Trau mich aber gerade nicht so richtig ran. Ja, genau deswegen. Obacht. Oh, Junge. Okay, davon sollten wir uns definitiv nicht zu oft treffen lassen. Heiliger. Da hat die Kröte aber Bock. Dann gleich wieder mit Garuda rüberfahren hier. Da hält sie nämlich nicht besonders viel aus zum Glück. So, und schon sind wir wieder im Bruch drin. Yes, rein da. Und dann können wir vielleicht noch ein bisschen Odin wieder seppen am Ende. Oder jetzt, wenn wir richtig vorne stehen. Ja, schau mal, da wird der Speer gewirbelt. Einwandfrei. Und gleich noch den Slasher hier. Zack. Vielleicht können wir mit Sante Zucken jetzt beenden. Mal sehen, ob sie das gönnt. Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mir fast vorstellen, dass sie das jetzt aus Prinzip komplett blockt. Nochmal schön ausweichen. Und jetzt aber. Bam. Schildkrötensuppe. Oh ja. Stark. Das war doch mal ein schöner Kill, oder? Läuft. Also die Einzelteile, die jetzt überall rumliegen, die könnt ihr gerne einsammeln und zähmen. Die werden sich auch nicht mehr allzu sehr zur Wehr setzen. Spart man an Eiskältefalle. Das war nicht so schlimm wie erwartet. Donatello. Dem Dorf hätte dieses Ding wohl kaum gefährlich werden können. Aber es ist kein Wunder, dass es dem Jungen Angst eingejagt hat. Ja, ist es auch das Richtige? Bei dir sieht das alles so einfach aus. Könnte das die Bestie gewesen sein, die dich angegriffen hat? Die da? Auf keinen Fall. Oh. Die hätte ich unmöglich überhören können. Oh nein. Und ein Arkelon ist doch gar nicht in der Lage, Wasser mit solcher Wucht abzufeuern. Oh nein. Oh. Ein Junge aus dem Dorf hat mich auf die Suche nach einem Ungeheuer geschickt, das sowas können soll, aber... Das ist es. Das Geräusch, das ich gehört habe. Hört sich an, als wäre es von den Ruinen gekommen. Ich werde nachsehen. Geh du zurück zur Zuflucht und lass dich verarzten. Oh, scheiße. Ich hätte mir Zahn der Zucken aufheben sollen. Naja, man lernt nie aus, oder? Erst töten, dann Fragen stellen. Ja, die Tomberries haben wir unschuldigerweise umgeömmelt, ne? Jetzt hier diese arme Schildkröte. Die stand bestimmt auch unter Artenschutz. Naja, jetzt nicht mehr. Spart man sich als Artenschützer ja auch ein bisschen Zeit, ne? Ist ja so ein Job mit wenig Zukunftsaussicht. Irgendwann bist du halt fertig, weil dann gibt's nichts mehr zum Beschützen. Okay, das sieht evil aus. Was war das denn? Riesenboss-Pit. Da speichern wir vorher mal, würde ich sagen. Like this. Und like this. Abgeschlossen mit Story-Action-Fokus überschreiben. Ja, warum nicht? Böp. Like this. Okay. Dann schauen wir mal. Seit ich in Last of Us die Hunde filetiert habe, ja. Da habe ich mich verändert. Alle sagen das. Was haben wir denn da? Was ist das, so eine Blume? Ne, die sind einfach tot. Das ist das Futter, oder was? Aha. Beim Begründer. Da war jemand fleißig. Noch eine Kröte. Raffaello. Was auch immer dieses Wesen sein mag, blutrünstig ist es jedenfalls. Hieß der so? Michelangelo? Das bekommt es aber nicht.
Bleib dicht bei mir, Torgal. The Ninja Turtles. Komm, zeig dich. Zeig dich! Warum sehe ich das nicht? Ist es unsichtbar? Kommt es angesprungen? Oh, es ist so ein Vieh. Talaos. Die waren unangenehm. Aber die hatten nicht so viel ausgehalten. Das ist bei denen bestimmt anders. Oh shit. Hätte ich mir denken können. Big Explosion, na gut, in Sachen. Ist jetzt auch Schlafenszeit. Bisschen Bubu-Time. In Sachen Wasserangriffe müsste ich ja jetzt halbwegs geschult sein, oder? Dass wir hier mal noch eine Schwinge reindrücken. Und ich glaube, der macht auch wieder Ads. Oh, Wasserwall. Was ist das jetzt? Junge! Big WoW Opsi-Mechanik. Ja, Mann, was? Das ist ja geil. Oh, die Big Mechanics. Oh nein, not again. Das ist ja böse. Jetzt wollte ich gerade ran da. Zack. Klappt nicht so gut. Whoop, dann gibt's noch eine schöne Feuerschwinge. Ja, ist halt schnell, ne? Ist schnell. Hat ein bisschen was vom Leviathan. Da hatten wir die Viecher ja auch vorne als Mini-Boss serviert bekommen ursprünglich. Oh, ja. Ja, ja. Apropos was vom Leviathan haben. Boy. Der hat aber richtig Bock. Holy fuck. Lass dich doch mal treffen. Ja. Lass dich mal richtig kaputt wämsen hier. Ist ja fürchterlich, dass der schon wieder keine Lust hat, mal anständig zu brechen. Dabei kann das doch was Schönes sein. Aber er will nicht. Naja, macht lieber schon wieder was Ekliges da, könnte ich wetten. Dann bleiben wir lieber noch ein bisschen auf Range. Und... Oh, die kommen jetzt so nacheinander. Okay. Dann müssen wir uns merken, wo gerade die Lücken waren. Das ist ja ultra funny gemacht. Okay, feier ich. Schön aufpassen jetzt. Runterziehen. Jawohl. Und Garuda drüber. Komm, hoffentlich die ganze Chain. Das wäre super. Sehr, sehr gut. Und Odin-Try. Oh, das ist mutig. Ah, mutig ist manchmal dumm, Heiltrank, it is. Aber gut, bisschen Odin-Ladung ist okay, da mal eine zu fressen. Schön die MMO-Mechanics, ja, oder? Fühle ich aber, zack. So, jetzt haben wir auch mal ein bisschen was durchbekommen. Gab's da auch für uns in die Fresse. Aber läuft. Schöne Mechanics, macht Bock der Fight. Ich habe nur ein bisschen Angst, wenn das Vieh eine P2 hat und ordentlich aufdreht, dann bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das feiern werde. Aber erstmal gehen wir hier schön durch mit Garuda. Weichen da ordentlich aus. Versuchen noch mal ein bisschen ranzukommen. Für noch eine Schwinge. Aber die tankt sie. Okay, nicht auf Dauer zum Glück. Na dann. Here we go again. Schön rein mit dem Limitrausch. Jawohl. Oh, die erholt sich aber schnell. Wieso erholst du dich denn so schnell, Joshua? Schön den Laser rüberpfeffern. So wollen wir es sehen. Und dann scheißen wir jetzt mal auf eine mögliche Ad-Phase. Und zimmern lieber noch... Bisschen Schaden mit rein, ja, aber die tankt hier wirklich wie eine ganz große, ne, muss man sagen. Gleich noch ein bisschen Garuda, könnte aber zu greedy sein, ist es auch. Okay, wieder Wasserwall, Vorsicht. Da ist die Geschichte mit den Lücken. Oh, von beiden Seiten jetzt, ja, Big Upgrade. Aber wir haben sie in Richtung Hälfte schon bekommen, das ist okay, würde ich sagen. Aber Odin, die übliche Nichtgönnung leider. Und Seesturm ist neu, ach du Kacke. Oh, okay. Und die Mitte, die breitet sich auch noch aus, oder was? Tatsächlich, da zieht sie mich rein. Da müssen wir irgendwie raus. Möglichst ohne von den Kügelchen getroffen zu werden. Oh mein Gott. Okay, aber wir haben es hinbekommen. Junge, die Mechanics. Das ist ja komplett geil. So, schön hinterher jetzt. Die hat auch noch gesessen. Super nice. Schön ausweichen. Ich glaube, da kam noch eine. Jawohl, aber jetzt Garuda. Komm. Schön wieder die Krallen. Sehr gut, aber nochmal tanken wir den lieber nicht. Das könnte sonst ein bisschen sehr schnell auf unsere Heiltränke schlagen. Das würde ich eigentlich gerade vermeiden wollen. Jetzt kommt wieder dieser Wasserwall. Ob ich da mal... Oh, ein Odin-Try hinlegen kann. Ich glaube, das lassen wir lieber, wenn ich das hier gerade sehe. Oh, Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht. Aber vielleicht, come on, maybe der Dream. Ah, sie ist deutlich schneller. Und sie unterbricht. Okay, das ist überhaupt nicht worth, leider. Schade. Hätte ich mir gegönnt jetzt, aber... Wer nicht will, der hat bekanntlich schon. Er ist wirklich Baby-Leviathan so ein bisschen, ne? Das waren ja auch die Ads, bevor wir ihn erreicht haben, wenn ihr euch erinnert. Die sahen ja ganz genauso aus. Oh Gott, die Scheiße. Oh nein. Oh, raus da. Raus da, raus da. Da hätten wir bestimmt im Zweifelsfall auch wieder springen können. Hauptsache, sie hat jetzt keinen Schweifschlag, mit dem sie mich gleich aus dem Leben ballert. Da muss ich aufpassen. Da kommen die nächsten Moves, jawohl.
Schön ein bisschen rumhüpfen hier. So, und rein da mit den Federn. Da wollen wir schön raus. Sehr gut. Gleich wieder ran. Jetzt hätte ich, glaube ich, mal Odin zimmern können. Ich glaube, ein Sante-Zucken werden wir schon noch hinbekommen, aber wer weiß wann. Lieber noch ein Steinhaut-Tonikum mit rein hier für die Sicherheit. Schön ausweichen da jetzt. Jo. Jo, jo, jo. Mehr oder weniger gutes Ausweichen, würde ich sagen. Das war okay. Oh, viele Bubbles hier überall. Noch ein Heiltrank kommen. Wir können auch mal shoppen gehen im Notfall. Im Fall der Fälle. Und jetzt ist sie hoffentlich gebrochen. Jawohl. Sehr gut. Rauf da, Junge. Schön. Die Leiste durchzimmern hier. Einwandfrei. Und dann vielleicht jetzt wirklich nochmal Odin laden. Komm, rein hier mit dem Speer. Solange wie sie noch ein bisschen betäubt ist. Das sieht gut aus. Aber gönnt sie auch nicht alle Hits komplett. Nee, knallt lieber schon wieder ein Wasserschwall. Aber wir haben es noch durchbekommen. Wir haben es noch durchbekommen. Sehr, sehr gut. Jetzt nur gucken, dass wir auch weiter ausweichen. Ah ja, wir können ihr auch Schaden drücken währenddessen. Das ist ja höchst interessant. Ach, guck. Okay, gut zu wissen. Aber hat sie natürlich auch nur sehr bedingt Bock drauf. Das ist klar. Vielleicht dann jetzt einfach. Zante Zucken rüber. Boom. Oh, guter Hit aber. Wow, guter Hit. Damn, boy. Das hat auf jeden Fall gebrettert. Und sie hatte jetzt keine Ads gemacht, ne? Ich glaube, ich kann getrost auf meine Phoenix-Phase hier verzichten mit dem Aufheben. Eigentlich damit gerechnet, dass sie diese Kaulquappen ruft. War zumindest bei ihren Kollegen so. Oh, Vorsicht. Vorsicht, raus da. Ja, da kommt sie wieder angedüst jetzt. Sehr schön. Aber das war okay, die Düse. Kannst du gern so beibehalten von mir aus. Aufpassen, können wir sie brechen vorher? Oh, ganz knapp. Ganz wilde Überschneidung gewesen. Nochmal ein bisschen Feuer dazu. Jetzt wieder die Frage, bricht sie vorher oder gönnt sie tatsächlich über den normalen Schaden den Kill? Meistens sind sie ja nicht so gönnerhaft unterwegs, die miesen Schweine. Ja, meistens machen sie lieber nochmal die Flatter und entfesseln ihr irgendwelche räudigen Stürme. Nochmal Steinhaut rein für die Sicherheit. Ja, 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 schön aufpassen. Oh, raus da, raus da, raus da. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, schön an Rand. Ja, 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 aufpassen. So, und weg. Sehr schön. Sehr schön, das wäre gut. Und dann können wir sie vielleicht jetzt aus dem Leben hieben. Come on. Nice. Feuerschwinge reicht. Der war aber sehr witzig, der Fight, Mann. Der hat wirklich an die alten Obsidian-Sanktum-Tage erinnert mit den Feuerwellen. Haben echt nur die Ads gefehlt. Aber die wollte sie nicht gönnen. Na gut. Dann nehmen wir ihre Wassermembran. Ist auch okay. Von Aegis habe ich langsam wirklich genug. Ja. Aber jetzt lieber schnell zurück zu Eirik. Er wird beruhigt sein zu hören, dass die Gefahr vorbei ist. Fürs Erste. Cool. Und der hatte ordentlich Hunger, hä? Die Wildnis scheint sich auch zu freuen, dass da jetzt erstmal Ruhe im Karton ist. Dann zurück. Ja, der Schmied brauchte, glaube ich, auch 3 seltene Mats, ne? Dann hat die dritte Quest bestimmt... Wie oft müssen wir es dir eigentlich noch sagen? Du darfst nicht allein in den Wald gehen. Aber ich war ja gar nicht allein. Ähnlichen Boss. Du bist zurück. Und? Hast du die Bestie gefunden, die unseren Eirik und mich angegriffen hat? Hab ich. Mit der werdet ihr keine Probleme mehr haben. Ja, ich wusste, du schaffst das. Nur weil du sie entdeckt hast. Auch wenn du sie erst gar nicht hättest entdecken sollen. Aber naja, Ende gut, alles gut, was? Was war sie überhaupt? Ein Teil von Leviathans Macht, der Gestalt angenommen hat. Als wir Valeas in der Woge besucht haben, war er wütend und voller Angst. Die Esper hat diese Kreaturen zu seinem Schutz heraufbeschworen. Aber warum sich eine in den Ruinen von Falmünde herumgetrieben hat, weiß ich nicht. Vielleicht hat sie Valeas Mutter gesucht. Dort ist sie gestorben, oder? An den Fällen. Oh. Den Fällen? Ja. Nachdem man ihr das Kind weggenommen hatte, hat sie sich dort hinuntergestürzt. Oh. Wir gehen einmal im Jahr dorthin, um Buße zu tun. Das ganze Dorf. Ein Egi hat auch Anteil an der Seele seines Herrn, aber Valeas hätte unmöglich wissen können, was mit seiner Mutter passiert ist. Oder?
aus welchem Grund dieses Wesen auch hier gewesen sein mag. Du hast uns jedenfalls einen großen Gefallen getan. Uns und Valeas. Ich danke dir. Genau. Vielen Dank. Ja gut, durch diese Bindung zum Wasser, ne? Wer weiß, was der da wahrgenommen hat. Holy shit. Nice, bisschen Erfahrung. Gönnen wir uns. Und ob ich schon ein Schwert machen kann, können wir gucken. Aber ich schätze... Es tut mir leid, dass ich dir so viel Ärger gemacht habe. Im Nachhinein kommt es mir selbst wie Wahnsinn vor. Wer würde schon die Thornberrys um Hilfe fragen? Lass es gut sein. Ja, kein Problem, ne? Wir rotten ja alles aus. Genau die arme Schildkröte. Aber egal. Shit happens. Ne, kann ich glaube ich noch nicht. Für das Messer brauchen wir Katzengold. Aha. Super, also die heftigen Mats, die haben wir, aber Katzengold fehlt. Na, perfekt. Dann bis zum nächsten Mal. So viel dazu. Vielleicht finden wir ja. Aber wer sagt denn, dass der Junge nicht noch eine Flut heraufbeschwört? Noch welches? Niemand. Also geben wir ihm am besten erst gar keinen Grund dazu. Genau, das Kind lieber nicht ärgern, haben wir vorhin auch schon gesagt. So, das waren die. Dann ist es nur noch sie, wie es aussieht. Du hast nicht zufällig ein wenig Zeit für mich, oder Clive? Ich könnte nämlich noch einmal deine Unterstützung gebrauchen. Lass mich raten. Noch ein widerspenstiger Dominus? Nicht ganz. Aber trotzdem ein äußerst gefährlicher Gegner. Aha. Es dürfte eine spannende Jagd werden. Würdest du mich begleiten? Ja, ich muss nur Tränke noch holen. Gern. Und was genau jagen wir heute? Eine hinterhältige, kaltblütige Bestienart namens Gifre. Normalerweise bemühen wir uns, ihnen nicht zu nahe zu kommen. Und das aus gutem Grund. Aber jetzt habe ich einen noch besseren, um alle Vorsicht in den Wind zu schlagen und mir die Zunge eines dieser Biester zu holen. Aha. Seine Zunge? Schmeckt. Wenn du erlaubst, Schula, werde ich alles erklären. Wir lieben Zungen. Natürlich, Jamila. Meine Schwester hat vor mehreren Wochen ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Aber sie ist noch immer nicht wieder auf den Beinen. Wir haben schon alles Mögliche versucht, damit sie sich besser fühlt. Salben und Tränke, Handauflegen und Aderlässe. Nichts davon hat geholfen. Die Heiler sagen, es gebe nur noch eine Hoffnung. Ein heilsamer Sud, der äußerst wirkungsvoll sein soll. Doch die Beschaffung der Zutaten ist auch äußerst gefährlich. Mit diesem Sud hoffen wir übrigens, nicht nur Jamilas Schwester und ihrem Kind zu helfen, sondern auch Valeas. Sie hat sich nämlich bereit erklärt, seine Amme zu werden. Natürlich helfe ich auch. Vielen Dank. Unsere Jäger sind zwar geschickt, aber in diesem Fall wird Geschick allein nicht ausreichen. Und alle gemeinsam auf die Jagd gehen zu lassen, würde auch nichts nützen. Denn eine Givre ist ebenso wachsam wie tödlich. Zwei Jägern könnte es vielleicht gelingen, sich unbemerkt anzuschleichen, aber eine Gruppe würde sie sofort wittern. Dann solltet ihr beide das erledigen. Jill und ich, wir werden uns die Zeit bis zu eurer Rückkehr schon irgendwie vertreiben. Vielleicht können wir bei der Zubereitung des Suds helfen. Das würden wir wirklich zu schätzen wissen. Lass uns gleich aufbrechen, Clive. Der Fluss der Zeit nimmt schnellen Lauf und wir sollten es ihm nachtun. Ich weiß von einer Givre, die ihr Jagdrevier in den Ruinen am Fuß des Berges hat. Aber wie gesagt, sind das äußerst wachsame Kreaturen. Also werden wir einen geeigneten Köder brauchen. Das Fleisch einer Gazelle aus den Wäldern sollte diesen Zweck erfüllen. Dann lass uns gehen. Ja, die finden wir bestimmt auf dem Weg, oder? Easy. Ragnas mit der 8. Dankeschön. Chloa, gute Nacht. Givren mögen nichts lieber als die saftige Keule einer Gazelle. Du scheinst dich wirklich gut auszukennen. Gehst du oft jagen? Ja, schon seit meiner Kindheit. Mein Vater hat mich oft mitgenommen. Und nach seiner Rückkehr zur See, dann der von Jamila. Unsere Familien standen einander schon immer nahe. Selbst wenn ihre Schwester nicht Valeas Amme wäre, könnte ich nicht tatenlos zusehen, wie sie leidet. Das ist löblich. Mehr haben wir leider nicht.
Es muss immer was getan werden. Ja, wie, ihr habt einen Haufen Tränke hier. Möge es dir von Nutzen sein. Die brauche ich alle, ja. Sie hofft auf jeden Fall, dass ich schwer verwundet werde. Komm mal wieder vorbei. Dann werde ich so sehr leide, dass ich alle Tränke brauche hier, ne? Perfekt. Macht es Sinn, supporten? Ja, doch, oder? Dann reiten wir darüber. Easygoing. Kenne ich gar nicht, den Gegner. Der ein oder andere Final Fantasy-Wissende weiß bestimmt direkt, worum es sich handelt. Bei diesem Namen. Wie war es? Gifre oder so? Giflor kenne ich. Das ist aber auch schon Best I Can Do. Darum lass sie mich mal überraschen, was wir da gleich serviert bekommen. Ihr musstet Rasa abbrechen. Rasa Hartzee, so böse, ja. Freu dich, Mann. Aber das kennen wir ja, oder? Ist halt wie damals. Die gute alte Rasa Hartzee-Zeit. Fantastisch. Aber ich hoffe, du hast kontrolliert, Shion. Vielleicht hatte auch nur jemand schlechte Laune im Raid. Das muss immer gecheckt werden, du weißt. Hier sollen Gazellen sein. Ah ja, da sind welche. Im Versteck waren wir noch nicht, ne. Haben wir ein paar. Hallo! Ich hoffe, ihr mögt es knusprig. Sagt dir nichts. Oh, ist noch nicht fertig. Wie sie aus dem Bild geflogen sind. Ja. Ich hoffe, habe ich perfekt zubereitet, ne? Ist so ein bisschen rare noch. Blutige Haut, perfekt. Vielleicht ein Eigenname. Mal sehen. Ob sie am Endfight was ändert? Ich glaube nicht, oder? Kehre heim zur See. Und erhebe dich zurück zu den Wolken. Vielleicht noch so eine Leviathan-Phase? Habe ich nichts von gelesen. War ja dann das mit allen S-Bahn so aufeinander clasht nochmal, ne? Gegeneinander. Unseren Köder haben wir also. Und jetzt? Jetzt gehen wir zum dunklen Tor und pflücken ein wenig Lokokraut. Das wird unseren Geruch überdecken. Boah, wir machen hier voll die Witcher-Vorbereitung, Junge. Let's go. Aber eigentlich hieß es ja in der Story auch, dass Ultima keinen Bock hat auf Leviathan, ne? Dass er ihn nicht braucht oder als schändlich betrachtet. Darum haben sie das vielleicht auch so mit reingeschrieben, damit sie den Endfight einfach nicht verändern müssen. Lul. Darum, ne, denke ich nicht. Da vorne, da reiben wir uns jetzt ein. Wir suhlen uns wie Schweine. Hier wächst eigentlich immer irgendwo etwas Lokokraut. Halte nach goldenen Blättern Ausschau. Das sind goldene Blätter hier. Einwandfrei. Loco. Ist es das? Ja, ganz genau. Zermahle die Blätter zwischen deinen Fingern und reibe deine Kleider gut damit ein. Wenn es sein muss. Oh nein, war das falsche Kraut. Das ist tödlich. Aber nur, wenn man sich damit einreibt. Ah, nochmal Glück gehabt. Hold up. Das Zeug riecht ganz schön streng. Nach fauligen Früchten, oder? Wir werden einen ganzen Schwarm von Fliegen anlocken. Toll. Und der Geruch sorgt dafür, dass die Givre uns nicht wittert. Sie wird uns für nichts weiter als ein Festmahl für Würmer halten. Ach, da fühle ich mich gleich so viel besser. Wir können es danach ja gleich abwaschen. Glücklicherweise gibt es in der Nähe ihres Jagdreviers mehr als genug Wasser. Also wirst du im Handumdrehen wieder ganz der Alte sein. Klingt für mich ein bisschen wie eine Chimäre so. Ich denke an irgendwas Zweiköpfiges. Aber das muss natürlich nichts bedeuten. Da hinten soll die sein, in den Ruinen. Ja gut, ist glaube ich egal, von wo wir laufen, oder? Obwohl von da könnte ein bisschen kürzer sein. Mal gucken. Dann reisen wir jetzt einfach und zäumen das Pferd von hinten auf. Brennnesseln waren es ja. Scheiße. Und nicht, dass wir nochmal in so eine schönen Min-Maxen hier. Wo legen wir den Köder aus? Genau. Da, wo sie bereits Spuren hinterlassen hat. Givrin sind Gewohnheitstiere. Früher oder später wird sie dorthin zurückkehren. Junge, der Givrin-Lore-Talk, let's go. Nicht, dass wir nochmal in so eine riesige Katze reinrennen, die dann mehr aushält als der Leviathan. Schön die blutige Haut. Suche in den Ruinen nach Spuren. Hier schon mal nicht. Ah, hier. Hier war sie schon mal. Ja, dann. Ein frischer Kadaver. Aber kein Opfer der Givre.
Die Wunden sind zu glatt und zu klein. Ah ja, ist also ein Riesenvieh. Okay. Hier ist noch ein bisschen Loot da hinten und da drüben. Na, dann gucken wir erstmal da. Im Idealfall haben wir ja allein deswegen schon keine Gegner hier. Weil das ihr Jagdgebiet ist und die anderen kacken sich alle ein. Aber das muss natürlich nicht viel bedeuten. Hier drüben. Untersuchen. Das ist auf jeden Fall die Spur eines Raubtiers. Man kann ganz deutlich die Klauen erkennen. Und nicht nur irgendwelche Klauen. Die gehören einer Givre. Da besteht kein Zweifel. Aha. Lass uns den Köder hier auslegen. Hoffentlich hat die Gute auch Hunger. Na klar. So wie wir das zubereitet haben, das Fleisch. Das klang absolut lecker. Ja, fantastisch angerichtet, Mann. Da kriege ich ja selber Hunger. Ich spiele eine Runde Fortnite, die beiden. Immer noch nichts. Scheiß Camper. Nur Geduld, Clive. Das ist das oberste Gebot bei der Jagd. Hast du schon mal eins von diesen Biestern erlegt? Ein einziges Mal. Givren sind schnell. Also war jemand vonnöten, der Magie wirken kann. Aber selbst mit meiner Gabe war es mehr als knapp. Nicht viele Anführer würden sich für ihr Volk einer solchen Gefahr aussetzen. Sagt der Mann, der mit einer Esper gekämpft hat, um einen wildfremden Jungen zu retten. Huch. Unsere angeborenen Talente zum Wohle aller einzusetzen, ist für uns Kinder des Wassers eine Selbstverständlichkeit. Für dich doch auch, soweit ich weiß. Für Sid war es das. Den echten Sid, dessen Namen ich jetzt trage, meine ich. Er hat mit jeder Faser seiner Seele für seine Leute und unser aller Zukunft gekämpft. Ich versuche nur, in seine Fußstapfen zu treten. In vieler Hinsicht. Erinnerst du mich an ihn? Ich? Da scheinst du Leidenschaft mit Verzweiflung zu verwechseln. Still. Da kommt irgendwas. Oh, okay. Naja, zwar keine zwei Köpfe, aber kommt schon recht nah. Ist ja endlich unser lang ersehnter Gast. Dem Bild, das ich begrüßen. Im Kopf hatte. Wir wollen ja nicht unhöflich sein. Ne Givre, okay. Give Epics, Plex. Oh, der hat richtig Bock direkt. Oh, der ist wirklich schnell, hä? Lass sie nicht entkommen. Okay, Feurio. Aber man sagt ja Feuer... mit Feuer bekämpfen, oder? Darum werden wir uns bestimmt gut verstehen. Was disst sie mich hier jetzt einfach? Hey, 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 wir werfen mal Steinhaut rein. Weil ich gerade ja komplett auf Konfrontation gehe und das ist keine gute Idee, wie es scheint. Damn, das hat sich gar nicht gelohnt. Okay, dann müssen wir es ein bisschen cooler angehen. Klang aber auch nicht so, als würde das viel großen Wert auf Ads legen, oder? Es scheint eher so ein... alleiniger Jäger zu sein. Dann können wir jetzt vielleicht durchbrechen. Und erstmal runterziehen. Ja, das klang sehr, sehr gut. So, runter mit dir und rein mit Garuda. Wundervoll. Ja, bis hierhin geht ja noch, aber ich sollte vermeiden, direkt zum Engage drei Heiltränke fressen zu müssen. Kleiner Profi-Tipp an mich selber. Schön dodgen, jawohl. Und jetzt hier nochmal ein Wirbel. Oh, den hat sie auch nicht ganz gefressen, ne? Also wenn Gegner in diesem DLC 1 lieben, dann ist es komplett wild umherzuspringen. Dabei ist das doch mein Job. Oh, der Backflip, Junge. Jetzt kommen die richtig wilden Moves hier. Und natürlich nicht vergessen, die Gegner brechen auch sehr ungern. Ja, da tun sie wirklich alles, um nicht komplett gebrochen zu sein. Aber das werde ich nicht tolerieren. So, let's go, Junge. Boom. Schön reinfetzen. Heiltrank-Alkoholiker, ja. Willkommen bei den anonymen Heiltrank-Junkies. Ich bin Clive. Hallo, Clive. So, und vielleicht noch ein bisschen Odin aufladen. Lass mal gucken. Ja, da konnte er nicht so schnell wegspringen, aber er hat's versucht, ne? Er hat versucht. Sehr schön. In Monster Hunter ist auch ganz toll mit dem Rumspringen. Ja, Monster Hunter, muss ich gestehen, habe ich auch noch nie gespielt in meinem Leben. Mal gesehen, so bei Freunden. Oder ich glaube, der gute Funk hatte das mal gestreamt, wenn ich nicht träume. Da schaue ich ja auch sehr gerne rein.
Aber oh, selber spielen hat sie noch nicht ergeben. Kommt vielleicht noch. Vielleicht hier im Stream sogar. Mal sehen. Oh, hört man ja auch immer viel Gutes von. Ah, ich dachte, wir brechen ihn vorher. Da war er wieder. Der altbekannte Fehler. Zu denken, die gönnen, die miesen Ratten. Aber das ist wirklich der Fehler schlechthin. Jetzt kommt wieder der Backflip. Achtung. Sehr schön. Und komm. Gönn Garuda jetzt. Na? Das gibt's nicht. Alter, die Mistsau. Aber jetzt muss er doch jeden Moment. Dankeschön. Immer dieses Fitzelchen, ne? Verrückte Nummer. Aber wir haben ihn doch gut im Griff bisher. Weiß nicht, ob er noch Verstärkung ruft oder so. Aber bisher, glaube ich, das können wir weiterhin solide runterspielen. Oh ja, das brettert. Geil, wenn wir hier auf keine Ads oder so warten müssen. Einfach schön drumherum springen. Ja, das hat er gehört, ne? Springen hat er sich gedacht, da muss ich rein. Nein, musst du nicht, du Mistvieh. Boom, du musst nur brechen. Aber das will er ja auch nicht. Immer dasselbe Gemecker. So, jetzt aber rüber da. Und vielleicht auch hier nochmal probieren, viel mit Odin zu metzeln. Um dann vielleicht nochmal einen 5er Zante Zucken reinzubrettern. Jo, das sieht gut aus. Und jetzt kommt den schnell, bevor er springen kann. Oh, knappes Ding. Der war schon wieder im Jump, habt ihr gesehen? Fürchterlich. So, dann nochmal Steinhaut rein für die Sicherheit. Und dann geht's ja auch schon weiter hier. Federwirbel, jawollo. Und dann aufpassen aber, da kommen wieder die Klauenangriffe. Da müssen wir erstmal ein bisschen dodgen. Yes, yes. Dann kam jetzt sein Backflip-Move. Okay, und jetzt Garuda, komm. Gleich rüber da. Wundervoll und Obacht Feuer. Oh, war gar kein Feuer. Das war wieder so ein Jump-Move. Junge, dieses Vieh, das schafft mich. Aber vielleicht, wenn er jetzt da so schön am Wuseln ist. Oh ja, hör mal. Noch der Backflip und jetzt wir aber Clive. Come on, zack. Odin Time. Bam. Schöne Hits gewesen. Kill hätte ich gefeiert. Aber gut, man soll den Tag nicht vor dem Federwirbel loben. Das wissen wir natürlich. Und dann ist er nochmal gebrochen. Und jetzt wieder die Preisfrage. Was wird zuerst fallen? Seine Abwehr oder sein Gesamtleben? Von beidem ist jetzt nämlich nicht mehr so viel übrig. Aber wir haben gelernt, die Gegner sind gerne kleine Stinkstiefel. Und ich glaube, wir können tatsächlich mit unserem Phönixfeuer enden. Sehr gut. So wie es anfängt, so endet es auch. Ja. Gut. All unsere Gegner sind wahrlich knusprig heute erlegt worden, oder? Hervorragend. Big EP, bisschen Cash und eine Drachenkralle. Schmeckt. Diese Dinger sind wirklich nicht zu unterschätzen. Sie sind richtige Naturgewalten. Das Ableben von dieser hier hat den Fluss des Lebens besänftigt. Ja, ja, haben wir wieder vereint alle. O tobende Flut, Kind des Sturms, möge deine Seele frei sein in den Weiten des Ozeans. Deinen Leib erbitte ich, auf dass sein Segen an diesem Tage über uns komme und unser Strom auf ewig fließen möge. Hier sind wir fertig. Lass uns schnell zurück zum Dorf gehen und Jamila die Zunge geben, ehe sie verdirbt. Ja, gut, dass wir die Quest schon besprochen haben, ne? Weil wenn jetzt einer kommt und sagt, Bruder, gib mir mal die Zunge, also dann gehen wir hier mit multiplen Anzeigen raus aus der Geschichte, ne? Da muss man immer aufpassen, dass der Kontext auch hinhaut. Sonst wird hier aber fleißig rumgezüngelt, Junge. Da sind wir. Schula, Milord, ist alles nach Plan verlaufen? Das ist es. Hier, eine Givrenzunge, wie versprochen. Da ist sie.
Jahrhundertelang bereiteten die Menschen im Norden aus den Zungen von Gevren einen Tee zu, um zahlreiche körperliche sowie seelische Leiden zu heilen. Sehr zum Ärger der örtlichen Gevren, die den Verlust ihrer Zunge nur äußerst selten überlebten. Frechheit. Aber einen schönen Tee würde ich mir auch reinzwirbeln. Erstmal Zunge geben. Oh, vielen Dank. Ich werde sie auf der Stelle dem Sud hinzufügen. Bitte entschuldige mich, Schula. Falls wir sonst noch irgendwie helfen können, lass es uns wissen. Oh nein, nicht doch. Du hast jetzt schon mehr für meine Familie getan, als wir jemals wieder gut machen können. Tschüss. Genau wie du, Clive. Für meine Familie. Leider habe ich im Gegenzug kaum etwas anzubieten, außer meine Dankbarkeit. Das ist mehr als genug. Außerdem habe auch ich zu danken. Wofür? Dafür, dass ihr meine Freunde und mich in eurer Mitte willkommen heißt. Uns ein wenig an eurem Leben teilhaben lasst. Ihr erinnert uns daran, dass die Welt, nach der wir streben, in der alle Menschen in Frieden und Freundschaft miteinander leben können, keine bloße Fantasie ist. So idyllisch ist es hier leider nicht. Jeder neue Tag ist ein Kampf. Aber einer, den wir alle zusammen kämpfen. Das stimmt. So wie es sein sollte. Aber bitte vergiss nicht, welchen Preis Träger für ihre Gabe bezahlen müssen. Ich weiß, dass du es als deine Pflicht ansiehst, alles für dein Volk zu tun, was in deiner Macht steht, aber du hast jetzt auch die Verantwortung für ein Kind. Und Valeas hat schon genug verloren. Ich werde es mir zu Herzen nehmen. Mehr will ich gar nicht. Oh, und wenn es sonst noch irgendetwas gibt, bei dem wir behilflich sein können, dann, du weißt schon. Ich danke dir. Wirklich. Okay. Ordentlich die Zunge gegeben, ja. Oh, griechischen Bergkräutertee, den feiere ich aber auch des Todes. Da mal schöne Zunge rein, oder? Und wir sind Level 50. Geil. Reflexion der Dunkelheit vergrößert beim Einsatz von Odins Esperkraft Klinge der Dunkelheit den Wirkungsbereich von Zantezuken und ermöglicht es, die Fähigkeit jederzeit einzusetzen, unabhängig von Clives Zustand. Damn, bisschen spät, aber hey. Odin-Verbesserung, auch immer ganz nett, ja? Wo die Kiste ist mit dem letzten Katzengold, das Ende kann warten, let's go. Ja, kannst du mir gerne sagen, dann können wir das Tomberry-Messer noch bauen. Das war eigentlich auch ganz nett. Gruppenzusammenstellung hat sich geändert. Und nur hier unten ist noch einer. Aha, aha. Schön, dass er zurück ist. Aber wer sagt denn, dass der Junge nicht noch eine... Nein. Einfach gecuttet. Wer muss es sein? Wer muss was sein? Ich meine, wenn ich fragen darf. Fragen darfst du natürlich. Ich weiß nur nicht, wie ich es erklären soll. Aber mir bleibt wohl keine andere Wahl. Also... Wenn bei uns ein Kind geboren wird, halten wir eine Art Willkommenszeremonie ab. Wir nennen es das Ritual des Wasserkreises. Ich weiß nicht, ob Valeas damals diese Segnung zuteil wurde oder nicht, aber eines ist klar. Meine Vorfahren haben ihn niemals wirklich als einen der unseren willkommen geheißen. Das möchte ich jetzt nachholen. Einer von uns! Allerdings sind für die Durchführung der Zeremonie 3 Teilnehmer erforderlich. Ah. Die Eltern des Kindes und ein Zeuge. Da ich die Anführerin des Stammes bin, würde mir normalerweise die Rolle des Zeugen zufallen. Aber als Valeas nächste lebende weibliche Verwandte werde ich stattdessen den Platz seiner Mutter einnehmen. Und du willst, dass ich an deiner Stelle Zeuge werde? Genau so ist es. Der Zeuge muss ein vertrauenswürdiger Pate sein. Jemand, der willens ist, das Kind durch die stürmischen Wasser des Lebens zu geleiten, bis es die ruhige See erreicht. Deswegen habe ich an dich gedacht. Ja, glaube, das haben wir auch schon getan, oder? So
ganz gut. Es wäre mir eine Ehre. Ich danke dir, Clive. Dann stehen Mutter und Zeuge also fest. Wem wirst du die Vaterrolle übertragen? Der Zunge. Ich habe einen jüngeren Bruder. Ah. Er richtet gerade alles für das Ritual her. Zumindest hoffe ich das. Ich sollte euch einander vorstellen. Du hast auch einen Bruder? Es würde mich freuen, ihn kennenzulernen. Wenn er seiner Schwester ähnelt, werden wir uns sicher sehr gut verstehen. Ich werde ihn zur Vitanhalle rufen. Würdest du dort auf uns warten? Gern. Ja, das ist ja sweet. Das klingt ja nach einem nicen Abschluss hier. Aber ich hoffe, dieser Wasserkreis, oder wie sie es genannt hat, ist keiner vom Leviathan, hä? Wo dann alles auseinandergesprengt wird, wie diese Wassersäulen, denen ich ausweichen musste. Und da ist die Thun-Position. Da checken wir gleich mal. Dankeschön. Erstmal Ritual. Dual. Clive, das ist mein Bruder. Wo denn? Wenn das nicht mein alter Freund Zed ist! Was? Du? Nein! Du erinnerst dich noch an mich, selbst ohne meine raffinierte Verkleidung. Oh. Ich bin zutiefst gerührt. What? Ihr kennt euch bereits? Meine Freunde und ich sind deinem Bruder während unserer Suche nach den Dämmerkristallen begegnet. Wow! Wir haben ihm das Leben gerettet. Und zwar dreimal, wenn ich mich recht erinnere. Oh no. Dreimal, viermal, da führt doch niemand Buch drüber. Als Schula mir erzählt hat, dass sie Cid, den Geächteten, persönlich um Hilfe für Valias gebeten hat, wusste ich jedenfalls gleich, dass der kleine Racker in guten Händen ist. Schließlich habe ich mit eigenen Augen gesehen, zu was ihr drei in der Lage seid. Dann war Clive der Söldner, den du im Waisenturm getroffen hast? Und er hat dich gerettet? Da habe ich aber eine ganz andere Geschichte gehört. Seine Version kam mir gleich verdächtig vor. Anscheinend verdanken dir sogar zwei Mitglieder meiner Familie ihr Leben. Ob sie es nun zugeben oder nicht. Ehrlich, Fami, ist es denn zu viel verlangt, dass du ab und zu die Wahrheit sagst? Was denn? Ich habe mich doch entschuldigt, oder nicht? Wie wäre es, wenn wir die Schuldzuweisungen erstmal verschieben und uns jetzt um die Zeremonie kümmern, ja? Wo wir gerade davon sprechen, wie genau wird diese Zeremonie denn ablaufen? Sie ist eigentlich ganz einfach. Wir sprechen alle ein kurzes Gebet, dann segnen wir das Kind mit heiligem Wasser. Nichts allzu Schwieriges also. Das Ritual an sich ist es nicht, nein. Ein paar Vorbereitungen sind allerdings schon vonnöten. Eine der Aufgaben des Zeugen ist es, das heilige Wasser zu besorgen. Drei Fläschchen, eines für jeden der Teilnehmer, jedes an einem ganz bestimmten Ort gefüllt. Klar, was sonst? Aber keine Sorge, du musst nicht alleine gehen. Ich zeige dir den Weg. Das wäre sehr hilfreich. Famil, du bleibst hier und bereitest die Vitanhalle vor. Verlass dich ganz auf mich. Mhm. Wenn es irgendetwas gibt, bei dem Jill und ich zur Hand gehen können. Wir helfen natürlich gern. Ich danke euch. Ja, dann könnt ihr doch Wasser sammeln. Und ich chill hier. Nein? Okay, danke. Dann gehen wir es am besten gleich an. Wir brauchen drei Arten von heiligem Wasser. Das Wasser des Berges, das Wasser des Stroms und das Wasser der See. Das Wasser des Berges werden wir beim Jungfernmarsch holen. Das Wasser des Stroms bei dem Fluss, der durch die Ruinen von Falmünde fließt. Und das Wasser der See an der Küste der Windsbrautbucht. Hier sind die Fläschchen, die wir bei der Zeremonie benutzen werden. Wir können gehen, wann immer du bereit bist. Yo, ich dachte, wir haben einfach nur eine lässige Sequenz am Ende, aber jetzt müssen wir nochmal komplett losheizen. Und dann sag ich okay. Jo, wo fangen wir denn an? Da drüben. Das ist auch wieder komplett in Ecken, wo wir noch nicht so richtig waren, kann das sein? Und das dritte? Was zum Fick? da muss sie aber nochmal erklären, wie wir da hinkommen. Was ist da denn los? Na gut, dann reisen wir aber erstmal hier hin, würde ich sagen. Und dann checken wir das noch aus. Hervorragend. Da vorne
Boah, ich hoffe, hier sind jetzt keine Gegner. Die müssen sich beruhigen. Ich sehe schon, wie jetzt nochmal irgendwelche ultra heftigen Viecher spawnen, Junge. Aber hier sind nur ein paar Spinnen. Gut, mit Spinnen kommen wir klar, glaube ich. Beziehungsweise muss hier irgendwo der Weg sein, oder? Ah ne, ist deutlich weiter oben. Na gut, dann können wir ja sogar reiten. Da ist er schon. Whoop. Auf geht's. Like this. Unterirdisch, fliegend, von oben? Ich weiß es auch nicht. War auf jeden Fall jetzt nicht so ein Standardweg wie hier, ne? Aber das wird sie uns schon erzählen. Wird ja seine Gründe haben, dass sie mitkommt. Immer noch ein Stück. Ja, ja, auf dem Chocobo sind wir ja schneller. Andere Dimension. Scheiße. Da wird's richtig wild. Müssen wir erstmal so Ratchet & Clank-mäßig durch Portal... Was ist... Bleib weg! Ich sag's dir nur einmal! Da was? Ist jemand in Schwierigkeiten. Schnell! Ey Mann, ich will doch nur Wasser holen. Warum können sich die Leute hier nicht zusammenreißen? Und es ist so eine Katze, die 100 Stunden lebt. Ich kack mir ein. Nein! Töte sie! Hilfe! Hilfe? Von wem denn? Es ist niemand hier, um uns zu... helfen? Hallo! Wir helfen euch. Oh ja. Bringt seine Aufmerksamkeit auf uns. Ein Kerl, Level 53. Okay, ja, tu gern ein bisschen mehr. Das wäre auf jeden Fall angebracht. Oh Gott. Ja, I know. Kommen wir ran. Für ein bisschen Schaden, sehr gut. Aber der macht auch ein bisschen Schaden, ne? Das ist Teil des Problems. Aber beim letzten Mal habe ich bei den Freunden, glaube ich, kein Odin benutzt. Das werden wir dieses Mal nachholen. Und gucken, ob der dann vielleicht ein bisschen schneller kaputt geht. Jawohl, da ist doch schon der Garuda-Moment, Junge. Sehr schön. Gleich aufladen hier. So. Das arme Kätzchen. Ich mag Kätzchen an sich ja auch super gern. Aber die halten leider so unglaublich viel aus, dass du hier erstmal 3 Stunden Infight bist. Und dafür müssen sie leiden. Guck dir das an, wie sich da gar nichts beim Leben bewegt. Ach du Scheiße, Tomberry-König, bist du's again? Aber gleich haben wir ihn erstmal gebrochen. Das ist auf jeden Fall von Vorteil. Bisschen Garuda für den Rest. Ein bisschen Limit Rausch. Jawohl, komm Odin gleich rüber hier. Schön den Speerwirbler. Aber das Design von den Katzen finde ich sehr hübsch. Also so einen als Mount würde ich auf jeden Fall auch nehmen. Aber wir sind ja ein bisschen Hühnchen verliebt, ne? Da sagen wir Katzenreittiere. Sehen wir aus wie Nachtelfen. Wir distanzieren uns. Oh, der Blaster. Da können wir ja dann nochmal ein bisschen Odin-Ladung generieren. Die haben 9 Leben. Darum dauert das so lange, ja. Ich glaub's auch langsam. Vielleicht sind wir jetzt sogar schnell genug, um das hier direkt mal durchzuziehen. Ja! Oh boy. Die Katze wird sich auch gleich wünschen, dass sie lieber andere Beute heute entdeckt hätte. Neue Gegner nähern sich. What? Frostbomber. Ach du Scheiße. Was wollt ihr jetzt hier? Na gut, mit ein bisschen Feuerschaden kriegen wir das vermutlich hin. Aber leider kann ich mich nicht mal richtig auf die konzentrieren. Weil wir haben hier immer noch so ein Kätzchenproblem, ne? Kacke. Wie machen wir das jetzt am besten? Hoffen, dass die Bomber explodieren, ohne uns kaputt zu hauen. Oh mein Gott, was fokus ich am besten? Ich habe keine Ahnung. Ich hätte einfach gern mein AOE gerade ready. Aber der wird uns nicht gegönnt, ne? Oh boy, das ist ganz fürchterlich. Diese Kombination Frostbomber und Kätzchen. Ekelhaft. Und der Blaster again. Das ist auch gar kein gutes Timing gerade. Oh mein Gott. Okay, jetzt hier. Schön ein bisschen ins Kätzchen rein. Da ist der Garuda-Moment. Sehr, sehr schön. Dann schnell mit Odin jetzt reinspringen. Ja, das war auf jeden Fall lässig. Kriegen alle eine kleine Schelle ab. Und dann ist ja unsere Feuerult auch da. Okay, jetzt habe ich einmal nicht mit Eds gerechnet, ne? Davor in gefühlt jedem Fight heute. Aber jetzt bei der Katze. Da kommen die Bomber und wollen ein Stück vom Kuchen. Kein Problem, da bomben wir einfach ein bisschen zurück. Jawollo. So, der ist auch im Eimer. Jawoll. Und der hat auch gesessen. Jetzt nur gucken, dass wir nicht vollends verrecken. Aber da können wir ja schön reinspammen. Können wir ja im Notfall nochmal shoppen gehen. Ja, Big Moves, nicht schlecht. Aber da ist er wieder gebrochen, der Freund. So, rauf da, sehr gut. Zante Zucke nochmal auf die 5 Ballon. Und dann können wir es vielleicht sogar beenden hier mit dem Freund. So. Ich glaube, der Rest wird noch nicht wieder ready sein. Vielleicht noch eine Feuerschwinge.
Federnwirbel mit ein bisschen Glück, wenn wir schnell sind. Schön ins Gebrochene. Ah, eher so eine letzte Sekundengeschichte. Hä? Und Odin ist auf 5. Das ist natürlich big. Er haut jetzt den Blaster. Das ist super nice für uns. Dann müssten wir eigentlich in der Lage sein, jetzt gleich mal zu punishen für diese Frechheit. Yo, nochmal der Wächter von Shiva, ja. Den würde ich auch fühlen, indem ich schreiend wegrenne. Oh nein, der lebt immer noch. Come on. Oh. Was? Die Phönixfedern. Bestien erlegt. Junge, aber wie gebumst waren die beiden, die hier jetzt standen? Imagine, kommst irgendwie von der Katze weg und dann kommen einfach noch Frostbomber. Da kann ich mich noch glücklich schätzen hier. Ist jemand verletzt? Oh, Sid! Den Wolken im Himmel sei Dank, dass du hier bist! Du hast uns gerettet. Schon wieder. Ah. Könnt ihr mir mal erklären, was ihr beiden hier treibt? Famil hat uns geschickt, um Weihrauch für die Zeremonie zu besorgen. Ja, klar. Damit die Vitanhalle gut riecht und so. Für den Kleinen. Aha. Ihr habt euch also unter Einsatz eures Lebens in dieses Bestiennest gewagt, um ein bisschen Baumharz zu suchen? Ihr wisst schon, dass ihr nicht alles tun müsst, was er sagt. Und wenn doch, könntet ihr wenigstens genug Verstand an den Tag legen, einen unserer Jäger um Geleitschutz zu bitten. Tut uns leid. Schon gut. Geht bitte zurück ins Dorf, bevor ihr nochmal in Schwierigkeiten geratet. Das werden wir. Ach, und danke für alles. Voll gerne. Die hätten wir echt umhauen erinnere sollen. Erinnere mich daran, meinem Bruder nachher ein paar hinter die Ohren zu geben. Das wird zu spät sein. Aber ja, ich glaube... So, dann wollen wir mal das Fläschchen füllen. Das war Torgal, zum Glück. Ich dachte, jetzt kommt noch die Katzenfamilie und wir Blutrache üben. Aber die Dullis hatten wir im ersten DLC, ja. Da waren die schon, ich sag mal, sehr speziell. Und wir hätten sie vielleicht einfach runterschubsen sollen. Naja. Lecker Brackenwasser hier. Das Wasser des Regens, der in den Bergen fällt, tritt hier wieder an die Oberfläche. Es symbolisiert also den Ursprung des Stroms. Den Ursprung des Lebens. So ist es. Ah ja. Pass auf, dass du es nicht verschüttest. Wasser... Keine Sorge. ...des Berges... Keine Sorge, auf Wasser können wir aufpassen, das denke ich auch. Aber eigentlich hatten wir hier ja schon gut aufgeräumt. Hier waren wir ja vorhin erst. Hm. Andererseits, wenn die Schildkröte Familie hatte... Hier werden wir das Wasser des Stroms holen. Ja, ich traue dem Frieden nicht. In diesem Wald ist zu viel Geisteskrankes passiert, als dass ich davon ausgehe, dass wir hier nicht angesprungen werden. Oder die haben jetzt Schiss, weil ich den Blob so zerlegt habe. Darum halten die sich zurück? Na? Oh. Das Wasser des Stroms symbolisiert das Leben. Er steht niemals still, ist immer in Veränderung begriffen. Zwar mag er sich winden und wirbeln oder sich in tausend Ströme spalten, aber er fließt doch immer in dieselbe Richtung, von der Quelle zur See, vom Anfang zum Ende. Wie die Zeit. Was bedeutet das für Valeas? Als deine Vorfahren die Zeit um ihn herum angehalten haben, wurde er damit vom Strom des Lebens abgeschnitten? Das wurde er. Als wäre er ein gefrorener Teich, der 80 Jahre lang nicht aufgetaut ist. Aber jetzt kann er wieder fließen, wieder leben. Und du und ich werden mit ihm fließen. Wir alle sind nichts als Wassertropfen im großen Fluss des Lebens. Ein überraschend ermutigender Gedanke. Ich bin ein Tropfen. Warum? Ein einzelner Wassertropfen mag allein keine Kraft haben. Aber als Teil eines reißenden Stroms
kann er den härtesten Stein durchdringen. Das lässt mich daran glauben, dass wir Menschen vielleicht auch eine Chance haben. Das glaube ich auch. Sweet. Gemeinsam. Ein Fläschchen, dann sind wir fertig. Weiter geht's. Gemeinsam machen wir das. Okay, jetzt müssen wir diesem Weg da folgen. Vielleicht ist es doch keine andere Dimension. Vielleicht ist es doch nicht der Boden des Ozeans. Vielleicht sind wir da einfach noch nicht lang gelaufen. Halte ich aber für sehr unrealistisch. Ich glaube, es ist doch ein Dimensionssprung, der ansteht. Let's go. Ich glaube, hier ging es sogar irgendwo rein. Oder? Es scheint, als würde diese Bestie läuten. Warte, was? Die Bestie läutet? Clive, du bist auch schon ein bisschen länger unterwegs heute, kann das sein? Ich habe ja manchmal seltsame Gedanken, aber Bestien, die läuten? Junge. Einfach so eine fliegende Türklingel, die ja unterwegs ist als Hidden Boss. Aber ich muss nochmal gucken. Ne, ist tatsächlich da unten. Na dann, lassen wir die Kröten mal Kröten sein. Hallo? Okay, also ich hätte die Kröte sein lassen. Dieser Pfad führt hinunter zur Küste. Aber das Tor bleibt normalerweise fest verschlossen. Aber da heute ein besonderer Anlass besteht... Let me in! Let me in! Die sind anscheinend sehr aggro heute, die Kröten. Sei vorsichtig. Aber die Aussicht ist immer noch geil. Mit dieser Welle? Damn, boy. Ah, das Vieh hat ein Aquamarin. Darum hört man die Glocke, die das anzeigt im Spiel. Das ist ja spannend. Dann hat Clive noch kein falsches Wasser getrunken. Oder irgendwie Seetang geraucht. Den Gezeiten sei Dank, dass sich das Wetter gehalten hat. Dankeschön. Bei hohem Wellengang kann die Küste tückisch sein. Das heilige Wasser ist der einzige Grund für uns, überhaupt manchmal hierher zu kommen. Dann passe ich lieber auf, wo ich hintrete. Ja, darum haben wir diesen Bereich großzügig vermint, weil wir der Meinung sind, dass Wasserholer keine Beine mehr brauchen. Alles klar, danke. Wir respektieren natürlich die Kultur. Kann ich hier trotzdem reiten? Ja, dann kann ich nämlich einfach von unserem Vogel runterspringen, wenn die Mine mich erfasst. Wasser fließt in die See und steigt dann zu den Wolken hinauf. Auch das Ende eines Lebens ist nicht wirklich ein Ende, sondern nur ein neuer Anfang. Meine Ahnen haben diese Stelle ausgewählt, weil hier damals das erste unserer Boote gelandet ist. Na, ein Glück, dass es nicht näher an der Woge war. Stimmt. Aber sie ist schon voll in ihrem Ritualmodus, ne? Das ist ja sweet. Sie übt sich schon mal drauf ein. Mag ich ja immer, so ein bisschen diese kulturellen Geschichten hier mitzunehmen. Und bei der Aussicht... Wow. Ein möglicherweise letzter Blick auf die große Woge. Und hier war die Stelle. Ja, Naranda. Tolles Wasser, ne? Darum nehmen wir uns auch welches mit. Gluck, gluck, gluck. Das Wasser der See. Klarer Fall von Wasser. Die Woge ist wirklich immer wieder ein beeindruckender Anblick. Findest du? Bei mir hat sie bisher eigentlich immer nur Trauer und Mitleid für das unschuldige Kind in ihrem Innern ausgelöst. Das Kind, das mein Urgroßvater geopfert hat, um das Schicksal seines Volkes zu wenden. Es war einfach falsch. Eine verachtenswerte Tat. Aber ich frage mich auch nicht selten, ob meine Nachkommen mir eines Tages meine Taten verzeihen werden. Als Anführerin stand ich schon oft vor schwierigen Entscheidungen. Und obwohl ich immer nur getan habe, was ich für das Beste für mein Volk hielt, leben wir weiter in Armut, vor der Welt verborgen. Ist uns nicht vielleicht durch meine Schuld ein besseres Leben verwehrt geblieben? So wie es damals auch Valeas verwehrt wurde. Nein. Credits. Du würdest nicht einfach ein Mitglied deines Stammes für die anderen opfern. Du tust dein Bestes. Für jeden einzelnen von ihnen. Genau wie ich.
Wir teilen ihre Sorgen, genauso wie ihre Freude. Und wir können uns nur bemühen, ihnen mehr von Letzterem zu bereiten. Ja, du hast recht. Und bemühen werde ich mich, damit für mein Volk jeder neue Tag besser wird als der vorherige. Das gilt auch für Valeas. Viel Glück. Meinen bisherigen Erfahrungen nachzuurteilen, wird er dich ganz schön auf Trab halten. Oh ja. Dann mache ich mich besser auf einiges gefasst. Aber erst einmal feiern wir jetzt den Neuanfang seines Lebens. Und ja, allein. Zurück zum Dorf. Mal sehen, ob mein Bruder alles Übrige erledigt hat. Oder seine Handlanger hat erledigen lassen. Ja, wenn die noch leben. Aber allein, dass sie sich solche Gedanken macht, zeigt ja schon, dass sie ja eigentlich besser drauf ist als die anderen, ne? Darum ist sie, denke ich, in der richtigen Position. Und ich glaube, auch für das Ritual haben wir alles gegeben. Jetzt will ich aber erst mein Schwert machen, damit wir im Idealvergleich mit einem riesigen Tomberry-Küchenmesser bei diesem Ritus teilhaben. Das würde mich sehr erfreuen. So. Meine Klingen sind auch nicht schlechter als andere, würde ich sagen. Tomberry-Messer. Wilde Nummer. Vergleichen? Ja. Geht halt dieser... Das war nicht Magic-Schaden? Das war, was auf die gelbe Leiste geht, oder? Tomberry-Messer. Manche sagen, dass diese Klinge nicht in den Flammen einer Schmiede, sondern in der Weißglut eines vor Zorn rasenden Tomberrys geschmiedet wurde. Obwohl diese Behauptung sicherlich jeden seriösen Schmied mit den Augen rollen lässt, ist die Tatsache nicht von der Hand zu weisen, dass es bisher keine gesicherten Berichte über den Herstellungsprozess eines Tomberry-Messers gibt. Bis eine überzeugende Erklärung gefunden wird, wie zum Beispiel magische Runen oder dergleichen, darf man seiner Fantasie wohl freien Lauf lassen. Stunt die Gegner mega schnell, ne? Genau. Okay, cool. Her damit. Gut, oder? Dö, rüsten wir aus, dann aber... bis zum nächsten Mal. Temok ist natürlich trotzdem drüber. Verdammt. Na gut, müssen wir nachher nochmal zu diesem Stein gucken. Aber, vielen Dank für die Hinweise. Ein neues Messerchen. Ey! Wir haben das heilige Wasser. Ist hier auch alles vorbereitet? Klar, es kann losgehen. Ich hab ja gesagt, dass du dich auf mich verlassen kannst. Dann lasst uns gleich anfangen. Famil, sag deinen Männern, dass sie die anderen zur Vitanhalle rufen sollen. Wird sofort erledigt. Schula, warte. Ich weiß noch gar nicht, was ich sagen muss. Keine Sorge, es ist nicht viel. Wir haben genug Zeit zum Üben, bis alle versammelt sind. Wir üben jetzt, so vorm Spiegel. Ist aber auch ein hübsches Baby, ne? Es gibt auch hässliche Kinder, finde ich. Aber da hat er Glück gehabt. Meine Freunde, wir alle sind heute hier, um durch das Ritual des Wasserkreises dieses Kind in unserer Mitte willkommen zu heißen, wie es seit der Zeit des ersten Regens unser Brauch ist. Wir passen voll rein. Die Zeremonie wird normalerweise von mir als Ältester und den Eltern abgehalten, aber Valeas Mutter und Vater sind bereits zur See zurückgekehrt. Ich selbst und mein Bruder Famil sind daher seine Familie, während der ihn uns zurückgegeben hat, an meiner Stelle Zeugnis ablegt. Clive, würdest du vortreten? Oh, voll nervös vor der Klasse sprechen jetzt. Ich bin ein Berliner. Yeah! Perfekt. Wie der Regen, der hoch in den Bergen fällt, sind wir geboren. Hahaha.
Wie der Fluss, der unten die Täler durchflutet, leben wir. Wie eine Taufe so ein bisschen, ne? Taufe, aber mit Wasserpistolen. Wie die mächtige See, die alles vereint, so sterben wir. Und zu den Wolken kehren wir zurück. Aber ein schöner Ritus. Bitte kein Schild anmachen jetzt. Mieses Trauma. Der Kreislauf des Wassers ist der Kreislauf des Lebens. Und heute fällt vom Himmel neuer Regen auf uns nieder. Dieses Kind, Valeas, ist nun Teil des Stroms und fließen soll er mit uns. Von den Bergen bis zur See. Zack, erstes soziales Trauma. So schnell geht's, Mann. Gut, dass Jill das nicht gemacht hat. Oh ja, erstmal Eisbrocken. Vorsicht! Ich muss sagen, du warst wirklich gut, Clive. Danke. Das bedeutet uns sehr viel. Es war mir eine große Ehre. Zum Glück habe ich nichts verschüttet. Jetzt bist du also Teil der Familie, Valeas, mein Junge. Onkel Famir lehrt dich alles, was er weiß. Oh, auf keinen Fall. Danke. Nicht so voreilig. Dein Bruder könnte ihm zumindest das Weglaufen beibringen. So. Ha, das wirst du mir für den Rest meines Lebens vorhalten. Ja, zu Recht. Ab jetzt sorge ich für Valeas wie eine echte Mutter. Es gibt so viel für ihn zu lernen. Über das Leben, unser Volk und seine Geschichte. Aber ohne den Segen der Mutterkristalle wird er in einer harten Welt aufwachsen müssen. Eine, in der wir uns nur auf uns selbst und einander verlassen können. Ihr seid von uns allen am besten auf das Überleben in dieser Welt vorbereitet, Shula. Unter deiner Führung wird es euch gelingen. Nur wenn die Natur weiter mit uns gnädig ist. Wenn wir sie auch noch verlieren, dann bleibt uns wirklich gar nichts. Ja. Aber das muss nicht geschehen. Nicht, wenn es uns gelingt, die Fäule aufzuhalten. Und nur ein einziges Fleckchen fruchtbare Erde wird reichen, um darin die Saat für eine neue Welt zu legen. Eine, in der wir alle frei sind. Möglicherweise werden wir dann auch irgendwann einmal aus dem Schatten treten können. Ach. Bis dieser Tag kommt, habt gute Gezeiten. Danke. Wir machen uns auf den Weg. Dann seid vorsichtig da draußen. Ja, haltet euch schön von Ärger fern, hört ihr? Gleichfalls. Junge, den hätte er sich sparen können. Ich habe gehofft, er ist schon weg. Aber was für ein schönes Ende, das hat sich voll gelohnt. Wäre echt kacke gewesen, wenn das kein schönes Ende gewesen wäre. Erstmal alles aus dem Fenster geschmissen. Scheiße, ja. Auftrag abgeschlossen. Nice. Das Wasser des Lebens. So dürfen Nebenquests sein. Oder Talisman des ersten Regenten kann in Clives Zimmer betrachtet werden. Cool. Mehr Deko für unser Räumchen. Ist euch bewusst, dass wir vermutlich die ersten Besucher seit über 100 Jahren sind, die dieses Ritual miterleben durften? Valeas musste fast genauso lange darauf warten.
Ich glaube, er hat sich gefreut, dass er endlich ein Teil der Familie ist. Jetzt müssen wir diese Familie nur noch retten und den Lauf unseres Sturms ändern. Nice. Ja, dann zurück zum Versteck. Das neue Schwert noch angucken. Ja, fühle ich mit der Zeit. Also ich dachte tatsächlich, wir sind durch nach dem Endboss. Darum wollte ich das heute so drehen. Aber ist nicht so gut gelaufen, ne? Passiert. So, das konnten wir, glaube ich, alles beim Steinchen machen, ne? Sowohl die Schwerter angucken, als dann auch, ne, irgendwas herstellen. Vermutlich nicht. Oh, erstmal schön blind geworden jetzt. Ah, meine Augen. Was ist das? Was ist das? Ja, ich wollte mein Schwert angucken. Mythos. The fuck? In den tiefsten Abgrund hast du dich gewagt, doch du hungerst weiter. Wir sind beeindruckt. Ist das so? Oh nein, nicht schon wieder. Okay. What the fuck? Ich bin ein Engel. Diese Macht ist die unsere und jetzt gehört sie dir. Sieh sie als Geschenk an. Von uns an dich. Ein Vorgeschmack auf das, was dich erwartet. Ach, heftig. Du denkst wohl immer noch, dass ich dein Leib werde. What? Jo, damit habe ich nicht gerechnet. Dachte, wir haben so einen neuen Challenge-Mode oder so. Ja, kriege ich, nachdem ich alle besiegt habe, ne? Richtig Trolling von Ultima einfach. Danke für das Geschenk, Ultima. Ja. Du wirst es nicht wiederbekommen. Ich schicke eine Karte. Die Macht der Götter. Ein Stück von der Essenz Ultimas. Okay. Die Beschwörung von Ultimas Kraft neutralisiert nicht nur die elementare Ausrichtung deiner Magie, sondern gibt dir auch Zugriff auf mehrere neue göttliche Fertigkeiten, wie Gottes Stimme, eine gnadenlose Attacke, die einen gleißenden Lichtstrahl vom Himmel schickt, der alles in seinem Weg verbrennt. Bisschen Enel-Cosplay, hä? Ultimas Kraft. Mit Ascension kann Clive über den Boden schweben, während sein grundlegender Schwerthieb zu einer göttlichen Attacke transformiert wird, mit der er mehrere Gegner zugleich treffen kann. Ebenso kann in ascendiertem Zustand statt einer einzelnen Magieladung ein Schauer von 5 Geschossen abgefeuert werden. Außerdem kann Clive durch Drücken von X noch höher in der Luft schweben, wodurch er fliegende Gegner leichter erreichen kann. Okay. Na gut. In diesem Kampf stehen nur Ultimas Fertigkeiten zur Verfügung. Alles klar. Dann lass mal sehen. Ich werde mich niemals deinem Willen beugen. Oh boy, was war das denn? Heilige Scheiße. Okay. Let's fucking do it again. Bam. Okay. Junge. Das ist ja krank. Kann ich die Flügel dauerhaft? Achso, so wechsle ich einfach, ne? Zack. What? Yo.
Ach du Scheiße. Junge, kein Wunder, dass wir das erst jetzt bekommen. Das ist ja richtig balanced. Okay. Ja, Ultima weiß, womit er mich locken kann, ne? Damn, son. Neue Gegner nähern sich. Okay, von mir aus. Bums. Oh, da hat jemand Bock. Okay. Zack. Gibt's eine schöne Flügelschelle. Gar kein Problem. Ja, guck mal, wie wir da aber auch richtig raufseppen hier. Mit unseren wilden Port-Moves. Ja, schöner Magieschauer dazu. Gleich mehrere Geschosse hier in Fesseln. Rums. Alter, ist das krank. Die Hits sind langsamer. Okay. Schaden ist auch gar nicht so viel höher. Meinst du, haben sie jetzt auch ein bisschen reingebaitet und uns auch schwache Gegner gegeben, damit es noch heftiger wirkt? Oh, aber macht auf jeden Fall Laune. Fühlt sich sehr geil an. Boom, schön einmal aufgespießt hier. Und wenn wir jetzt so wechseln... Oh, innerer Geist, das war der fette Laser, nicht wahr? Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Zack. Schön hier gleich nochmal brechen, den Kollegen. Und wieder rein. Ja gut, aber das sind halt jetzt so fette AOE-Hits. Das ist halt geil, ne? Dass du mehrere Gegner auf einmal treffen kannst. Das ist natürlich nicht ohne. Zack. Deus Ex. Also, das war schon solide, dass wir mehrere so wegswipen. Hm. Swiper nicht klauen, sage ich. Yo. Gut, dass ihr den Stein noch empfohlen habt. Merci. Obwohl du stets gegen unsere Gaben aufbegehrst, bist du doch allzeit äußerst willig, sie einzusetzen. Vielleicht brauchst du mehr Zeit, um über dein Verhalten zu reflektieren. Oh! Ultima einfach Twitch-Mod. Da hat er uns einen kleinen Bann reingedrückt. Ja, das sagt Clive auch nichts mehr, ne? Erstmal Timeout. Scheiße. Aber das hat gebockt. Kairos Tor freigeschaltet. Also DLCs allgemein waren mega. Das hat auf jeden Fall gefetzt. Und Story war big, Fights waren big. Am Ende hätte ich ein paar weniger Fights noch gebraucht, aber war halt alles Überbrückung, um noch ein bisschen Gameplay drin zu haben zwischen diesem Kulturgelöt, ne? Jetzt das hier, damn, boy, wirklich schön. Das Kairos-Tor ist jetzt im Arätstein des Verstecks verfügbar. Im Tor wartet eine ganz besondere kämpferische Herausforderung. Ah, durch 20 Höllenkreise müssen wir kämpfen, ja gut. Das ist jetzt dieser Challenge-Mode, ne, mit dem ich eigentlich gerechnet habe. I see. Haben wir noch einen neuen Skin oder so bekommen? Pechschwarz normal. Anscheinend nicht. Aber bei den Schwertern müsste jetzt ja was Neues sein. Junge, das Tomberry-Messer. Das sieht aber gut zerfressen aus, ne? Waren wir blind beim Schmieden oder was? Omega-Waffe, Ewig-Schatten Invictus, gefallener Vollstrecker, Titenschlag, der ist auch neu gewesen. Ja, schöne Farbe in der Klinge aber, oder? Ein bisschen schmächtig im Vergleich zu den anderen. Aber overall, schon wirklich schicke Schwertdesigns dabei, ne? Das können sie, muss man sagen. Das können sie, wenn sie wollen. Gerade verglichen mit dem vom Anfang, ne? Läuft. Okay. Da ist es. Alter! Das ist natürlich ein guter Zerhäcksler, ne? Den haben wir schön geschmiedet heute. Gemeinsam. Mit eurer Hilfe. Stabil. Jo, Freunde. Es war mir eine absolute Freude, mit euch hier hemmungslos zu überziehen. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es sehr genossen. Und ich werde Clive auf jeden Fall auch vermissen, denn beim letzten Mal konnten wir sagen, wir sehen uns wieder zu den DLCs. Ich glaube aber, in diesem Moment ist die DLC-Geschichte vorbei, oder? Und wir haben hier noch Ultima mit drin. Holy fuck. Können wir vielleicht die Fähigkeiten gerade mal noch ansehen? Und zwar müsste Ultima jetzt ja hier ein Plätzchen haben. Ganz oben drüber, ne? Ja, klar, was sonst? Was sonst? Da ist er. Dann hier oben Tomberry Rüstung fehlt noch. Ja, das ist dieser Aufstieg mit den fetten Schnetzlern. Geil. Dann hatten wir hier die Bekehrung, diese Energie. Und die Herrschaft, diese Säulen. Dann haben wir Untergang, kleine Gegner herziehen. Und dann eine magische Eruption. Oh, da haben wir mal so eine so... What? Alter!
Da haben wir mal eine ganz dezente Sog-Explosion am Start. Das möchte ich gern nochmal sehen. Junge. Okay, alles klar. Und Gottes Stimme. Steige auf und beschwöre einen Strahl puren Äthers. Das ist diese Strafe jetzt, ne? Ja, schön, der Verfolgungslaser. Junge, Sky Island Arc lässt grüßen. Heftig. Ist einfach die Attacke Ultima. Kann ich verstehen, warum die so heißt. Jetzt noch alle Skills maxen. Wir gehen jetzt erst richtig rein, ne? Ja, vielleicht ein andermal. Also ich kann mich nur wiederholen. Ich finde, was in den letzten Monaten und Jahren an DLCs und auch Remakes und so rausgekommen ist, ein absolutes Fest, ja. Und dass wir in letzter Zeit häufig überziehen, liegt ja auch nicht daran, dass die Games scheiße sind, sondern dass sie wirklich auch einen schönen Flow haben und zumindest bei mir auch schaffen, Interesse an der Geschichte zu wecken. Ich hoffe, das wird noch sehr lange Zeit so bleiben, würde ich mir wünschen. Das ist mein Abschlusswunsch hier heute.